Und ich freue mich sehr, Sie, also unsere Gäste, aber auch unsere Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Drautat Kacek. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Kommunikationsexpertin, arbeite normalerweise in der freien Wirtschaft und engagiere ich mich mit meiner freien Zeit für deutsch-polnische Projekte. Und dieses Projekt hier ist auch ein Beispiel ist eine Initiative der zivilen Gesellschaft, auch mit der Kooperation mit Organisationen wie der Polnische Sozialrat in Berlin, Part of Europe, das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit und Institut für ausländische Beziehungen. Und zusammen mit meinen Projektmitstreiterinnen, Frau Kamila Szymaszorek, Joanna Szymańska und Anna Borak, haben wir bereits zwei Debatten organisiert. Die haben auch online stattgefunden im Juni und Juli. Und letzte Woche war auch ein Workshop zum Thema Identität. Und diese Debatte, es hat der letzte Teil dieser Reihe zum Anlass des 30. Jubiläums des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Wie Sie vielleicht schon auch bemerkt haben, es passiert gerade sehr viel. Es werden viele Konferenzen und Events den 30. Jahrestag des Vertrags organisiert. Und auch unsere Veranstaltung nutzt quasi diese Gelegenheit, um eben über die Themen unserer deutsch-polnische gemeinsame Geschichte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern, aber auch eben das Thema der Identität. Wer sind wir? Wie sehen wir es uns selber? Wie nehmen wir es gegenseitig wahr? Und was prägt quasi unsere Identität heute? Und wie geht es weiter mit dem deutsch-polnischen Dialog? Und wie können wir besser zusammenarbeiten, uns besser noch verstehen? Das ist quasi unser Beitrag, den wir hier leisten möchten mit dieser Diskussion. Und ich freue mich sehr darauf. Wir haben heute Abend ein sehr, würde ich sagen, interdisziplinäres Expertenteam. Und hier möchte ich sehr gerne unsere Gäste vorstellen. Wir haben Herrn Professor Oliver Löw, das Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, Historiker und Kulturwissenschaftler, unterrichtet an der TU Darmstadt und TU Dresden. Und sein Forschungsgebiet sind eben deutsch-polnische Beziehungen, die Geschichte Polens, aber auch der Minderheiten und auch andere Fragen der Kultur, Nation und Gesellschaft. Der ist Autor der vielen Publikationen, unter anderem zwei wunderbare, die ich sehr gerne empfehlen möchte. Das ist sozusagen unser Referenzwerk, Die unsichtbaren Geschichte der Polen in Deutschland, und auch ein sehr schönes Buch über Danzig, meine Heimatstadt, Danzig, eine Biografie einer Stadt. Und Herr Löw wird heute uns einen Impulsvortrag zur Geschichte der polnischen Migration geben, und dann werden wir weiter mit unseren Experten diskutieren. Wir begrüßen auch Frau Dr. Maria Skura, die ist Analystin mit Schwerpunkt auf ost- und mitteleuropäische Themen, Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin, arbeitet aktuell an der Hertie School of Governance in Berlin. Früher leitete sie das Programm Internationaler Dialog in dem progressiven Zentrum, dem Think Tank, und auch arbeitete an der Humboldt-Viadrina Governance-Plattform und war da zuständig auch hier europäische und Wachstum-Initiativen. Dann haben wir Frau Patricia Bern, auch Kulturwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Frankreich, hat unter anderem an der Sorbonne studiert, ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin, aktuell bei der ARD, unter anderem bei der Südwestrundfunk in Baden-Baden, ist auch Buchautorin und hat eben neulich ein sehr spannendes Buch geschrieben, Die polnische Mitgift. Das wird auch unser Thema sein heute Abend. Ich freue mich sehr darauf. Dann begrüßen wir Herrn Dr. Lothar Klinkenstein.
Literaturwissenschaftler, Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer polnischer Literatur. Der arbeitet auch an der Adam Mickiewicz-Universität in Posen und unterrichtet interkulturelle Germanistik in Subice an dem Kollegium Polonicum. Das ist quasi so die Schwester von der Europa-Gatrina-Universität. Hat auch Gedichtbände veröffentlicht und neulich auch ein Roman Souterrain und Kurzgeschichte Wiesenzeit. Und sehr interessiert sich in seiner Arbeit für Grenzgebiete deutsch-polnisch-jüdischer Kontexte und auch wechselnde Identitäten, was natürlich auch wunderbar zu unserem Thema heute passt. Und last but not least begrüßen wir Herrn Rafał Bartek. Der ist Vorsitzender der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen in Opelner Schlesien, ist auch Vorsitzender des Regionalparlaments der Wirtschaft Opeln und war früher auch der Geschäftsführer des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, unser Partner für dieses Projekt, und früher auch war Vorsitzender der Kommission der nationalen und ethnischen Minderheiten und der Regierung. Und der vertritt heute Abend die deutsche Minderheit in Polen. Gut, das sind unsere Experten, wie gesagt, sehr verschiedene Disziplinen und Schwerpunkte. Was zusammen verbindet, ist eben die deutsch-polnische Thematik. Und um halt unsere Diskussion seine historische Dimension zu geben und das in den Kontext zu setzen, möchte ich sehr gerne Herrn Professor Dr. Peter Oliver Löw darum bitten, uns einen kurzen Impulsvortrag zu geben, eben zum Thema der deutsch-polnischen Beziehung und halt der polnischen Migration, die durchaus komplex ist. Das sollte, wie gesagt, halt wirklich ein kurzer Einblick in die Geschichte sein, damit wir auch mit dem Blick auf die Vergangenheit über die Zukunft diskutieren können. Herr Professor Löw, die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank für die Einführung, für die Einladung. Bevor ich loslege, möchte ich mich im Vorhinein schon entschuldigen, dass ich hier früher wieder aussteigen muss. Also schon nachdem ich meinen Vortrag beendet habe, aber dann werde ich nicht mal allzu lange in der Diskussion dabei sein können. Aber ich freue mich, Ihnen so ein The Best of meiner Überlegungen zur Geschichte von Polinnen und Polen in Deutschland mitteilen zu können und versuche das wirklich jetzt mal so in 15 Minuten runterzubrechen. Es ist ein Paradox. Menschen aus Polen sind im gegenwärtigen Deutschland, je nachdem, wie man zählt, die zweitgrößte Zuwanderergruppe, aber kaum jemand spricht über sie. In der sich dynamisch entwickelnden Migrationsgesellschaft der Bundesrepublik sind sie gewissermaßen ein unbeschriebenes Blatt. Sie sind unsichtbar. Und auch wenn sich das seit einigen Jahren langsam zu ändern beginnt, dreht sich der Diskurs um die Wanderungsbewegungen nach Deutschland auch heute noch vor allem um andere Herkunftsländer und Herkunftsgesellschaften. Überspringen wir hier die unterschiedlichen Formen der Präsenz polnischsprachiger Menschen in deutschsprachigen Gebieten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Nur so viel polnischsprachige Menschen lebten etwa im Süden des späteren Ostpreußens, die Masuren. Und in Oberschlesien lebte sowohl unter habsburgischer als auch seit Mitte des 18. Jahrhunderts unter preußischer Herrschaft eine Bevölkerung, die polnisch bzw. polnische Dialekte sprach. Mit den drei Teilungen Polens änderte sich die Situation. Große polnischsprachige Bevölkerungen gerieten unter preußische und natürlich auch österreichische Herrschaft. Insgesamt lebten um 1800 ca. 2,5 Millionen polnischsprachige Menschen in Preußen, das ja damals bis Warschau reichte. Nach den Napoleonischen Kriegen wurden die Grenzen zwar neu gezogen, aber trotzdem blieb eine beachtliche Zahl von polnischsprachigen Menschen in Preußen und dann später im Deutschen Reich leben. Vor dem Ersten Weltkrieg waren es, je nachdem wie man zählt, zwischen 2,5 und 4,5 Millionen polnischsprachige im Reich. Das war eine erhebliche Anzahl und ein erheblicher Bevölkerungsanteil gerade in Preußen. Neben den traditionell polnisch besiedelten Gebieten im preußischen Osten waren es dann seit Beginn der Industrialisierung immer stärker polnische Arbeitsmigranten, vor allem aus den preußischen Ostgebieten. Sie zogen in die nord- und ostdeutschen Großstädte, aber auch in Industriereviere. Bekannt, Ihnen allen bekannt,
wie überhaupt wahrscheinlich vieles von dem, was ich erzähle, Ihnen ein Begriff sein dürfte. Also das wichtigste Beispiel für diese Erwerbsmigration ist natürlich das Ruhrgebiet. Hier lebten um 1914 ca. 500.000 Menschen polnischer Zunge. Das war die bis dahin größte kompakte Zuwanderung einer nichtdeutschen Bevölkerung in der deutschen Geschichte. Sie ebnete sozusagen den Weg für alle später folgenden Erwerbsmigrationen, auch für alle Gastarbeitermigrationen und späteren Zuwanderungen aus Erwerbsanlass. Diese Menschen wanderten aber auch in einer Zeit nach Deutschland zu, in der die Polen zu den größten Reichsfeinden avancierten, weil sie sich durch ihre eigenen staatlichen Bestrebungen die Einheit des jungen deutschen Staates zu gefährden schienen. Und diese Mischung aus kultureller Nähe und latenter Diskriminierung führte dazu, dass Polinnen und Polen sich in mehrheitlich deutschsprachigen Gebieten oft scheuten, ihre polnische Identität offen zur Schau zu stellen. Lieber auf der Straße kein Polnisch sprechen, lieber nicht auffallen, lieber rasch hineinwachsen in die deutsche Gesellschaft. Die Kinder der Binnenmigranten lernten meistens kaum Polnisch mehr. Und das sollte man einfach nochmal wiederholen, Binnenmigranten, weil die polnische Zuwanderung oder Wanderung in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg eine fast ausschließliche Binnenwanderung war. Polnischsprachige Menschen wanderten innerhalb des preußischen Staates oder innerhalb des Deutschen Reiches. Damit etablierte sich ein Muster, das sich bis in die unmittelbare Gegenwart des 21. Jahrhunderts fortsetzt. Polinnen und Polen machten sich in Deutschland unsichtbar oder sie lebten in ethnischen Nischen. Zwischen den Weltkriegen sank die Zahl der Polen in Deutschland durch Grenzziehungen sowie Assimilationsprozesse, während zugleich die Zahl von Jüdinnen und Juden aus den polnischen Gebieten stark wuchs, um dann von den Nazis wieder aus Deutschland herausgeworfen zu werden, vor allem im Zuge der sogenannten Polenaktion im Herbst 1938. Im Zweiten Weltkrieg setzten sich die traditionellen Migrationsmuster diesmal unter Zwang fort. Polen war nach wie vor oder war wieder Arbeitskräftereservoir für die deutsche Industrie, die deutsche Landwirtschaft. Rund 2,8 Millionen Polinnen und Polen arbeiteten als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich. Auch nachdem in den Nachkriegsjahren die Displaced Persons zum Großteil aus den deutschen Gebieten abwanderten, nahm die Zahl polnischsprachiger rasch wieder zu. Zwischen 1950 und 1990 siedelten etwa 1,4 Millionen deutschstämmige Personen aus dem polnischen Staat in die BRD aus, weitere gingen in die DDR. Alleine in den letzten Jahren der 1980er Jahre, zwischen 88 und 90, waren es 520.000 Personen. In dieser Zeit, also in den 80er Jahren, waren die allermeisten Aussiedler aus Polen polnisch sozialisiert und sprachen kein oder kaum Deutsch mehr, nutzten aber die rechtlichen Möglichkeiten, um angesichts der wirtschaftlich und politisch schwierigen Lage in Polen ausreisen zu können. Aufgrund bestehender Migrationsnetzwerke oder der Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme waren die Zielgebiete dieser Migration oft ähnliche wie schon vor dem Ersten Weltkrieg. Seit der Aufhebung des Visumzwangs 1990 ist die Zahl der in Deutschland lebenden polnischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger weiter gewachsen. 1990 waren es 241.000 Polen, die in Deutschland lebten und ausschließlich die polnische Staatsangehörigkeit besaßen. 2020 waren es 866.000. Wobei der Anstieg dieser polnischen Staatsbürger in Deutschland in den letzten 2-3 Jahren fast aufgehört hat. Insgesamt lebten 2017 in Deutschland mehr als 2 Millionen Menschen mit biografischem Bezug zu Polen, was nach Menschen aus der Türkei und vor solchen aus der Russischen Föderation die zweitgrößte Gruppe war. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten sich die kulturellen Verhaltensmuster polnischer Zuwanderer in Deutschland fort. Das war schon bei vielen Aussiedlern der Fall. Wer von ihnen mehr Pole als Deutscher war oder mehr Polin als Deutsche, versuchte nach der Übersiedlung möglichst rasch einen Weg in die deutsche Wohlstandsgesellschaft zu finden und als Pole, als Polin weitgehend unsichtbar zu werden. Für große Teile der deutschen Nachkriegsgesellschaft galt Polen als wenig attraktives Land, seine Kultur als minderwertig. Außerdem gab es zahlreiche unbearbeitete Schuldkomplexe. Diese Überzeugungen von einem Kulturgefälle waren auch für die Zuwanderer aus Polen prägend.
Nur wenige hielten offensiv an ihrer Herkunftskultur fest, engagierten sich in polnischen Verbänden oder Vereinen. Für das Gros standen Integration, Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und die Zukunft der Kinder an erster Stelle. Das war auch der Grund, warum die eingewanderten Polinnen und Polen öffentlich kaum als geschlossene Gruppe erkennbar waren, zumal sie sich äußerlich nicht wesentlich vom Durchschnittsdeutschen unterscheiden. Verschiedene Indikatoren belegen ihre vergleichsweise gute Integration in Deutschland. Sie zeichnen sich im Vergleich zu Migranten aus anderen Staaten durch eine geringe Armutsgefährdungsquote und ein höheres Durchschnittseinkommen aus, durch gute Bildungsabschlüsse und eine relativ hohe Erwerbstätigenquote. Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte haben sich aber immer mehr Polinnen und Polen in Deutschland auf dem Weg in die Sichtbarkeit gemacht. Neben den Unsichtbaren gibt es welche, die immer offensiver und auch öffentlich in Deutschland an der Herkunft festhalten und dies auch den nicht-polnischen Mitmenschen zeigen. Viele wählen einen der zahlreichen Wege dazwischen. Es sind europäische Wege. Sie wollen bewusst mehrere Identitäten leben, eine deutsche, eine polnische, vielleicht auch eine oberschlesische oder bayerische, und begreifen diese Vielfalt individueller Identitäten als Reichtum, ohne sich in ethnische Nischen zurückzuziehen. Aufgrund der kulturellen Nähe von Polen und Deutschen fällt es umso leichter, selbstbewusst das Polnische gemeinsam mit dem Deutschen zu vertreten. Auch wenn es immer Menschen gibt, die versuchen, das vermeintlich Unvereinbare zwischen beiden Ländern, zwischen beiden Ethnien, zwischen beiden Kulturen und Nationen, das Unvereinbare hervorzuheben. Aber wie groß sind die Unterschiede zwischen Sauerkraut und Kapusta-Kiszona, zwischen Bratwurst und Krakowska, zwischen Käsekuchen und Sernik wirklich? Genau aus dieser kulturellen Nähe entstehen die erfolgreichsten Wege in die Sichtbarkeit, brückenbauend und verständniserzeugend. Soweit mein Überblick, der sogar etwas kürzer ausgefallen ist als angekündigt, aber ich hoffe, zumindest einige Gedanken für die Diskussion eingebracht zu haben. Erstmal vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Löw. Sie haben tatsächlich jetzt die Bandbreite abgedeckt von dem, die wir jetzt diskutieren möchten. Da gehen natürlich mehr ins Detail. Es ging zuerst um den kurzen historischen Einblick und dafür bedanke ich mich. Ich hoffe, Sie bleiben noch kurz mit uns. Ich hätte noch zwei, drei Fragen an Sie, die wir relativ am Anfang stellen werden, damit Sie noch mitdiskutieren können. Aber ich werde die erste Frage an Frau Maria Skóra stellen. Und zwar vor dem Hintergrund, was Herr Professor Löw gerade erzählt hat, dass die polnische Migration mehrere Jahre dauerte und einigen sozusagen Wellen stattfand. Welchen Einfluss hatte eben dieser phasenhafte Prozess auf den Charakter der polnischen Diaspora jetzt heutzutage in Deutschland? Professor Löw hat das so ein bisschen schon angedeutet. Wir würden das jetzt gerne mehr so im Detail diskutieren. Mit welchen Migranten bzw. mit welchen Personen polnischer Herkunft, mit dem polnischen Hintergrund, Migrationshintergrund haben wir heutzutage in der Bundesrepublik zu tun? Und kann man da von einer Typologie sprechen? Wenn ja, lassen sich vielleicht da bestimmte Verhaltensmuster oder sogar Integrationsstrategien erkennen? Und genau, gibt es da eine Systematik, ist das alles individuell und inwieweit spielt vielleicht die Identifikation mit Polen bei diesen verschiedenen Migrantengruppen eine Rolle? Ja, besten Dank, Dorota. Das ist eigentlich keine einzige Frage, sondern mehrere Fragen. Ja. Nee, also erstmal besten Dank für die Einladung und das Thema finde ich extrem spannend und danke, dass du mich als Experten betrachtest. Aber ich glaube, ich bin ja auch hier Experten, nicht nur als Soziologin, aber auch für mich selbst als in Deutschland wohnende Polin. Also ja, ich werde mir mal ab und zu ja, auch vielleicht subjektive Meinungen und Beobachtungen erlauben und ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auch auf Rückmeldungen und Kommentare, wie es bei euch, bei Ihnen aussieht. Aber ja, ich fange schon an. Also besten Dank, Herr Professor Löw, für Ihren
für ihr Opening Statement, wenn wir das so nennen dürfen. Und das erklärt schon, wie unterschiedlich die polnische Community in Deutschland ist. Ich glaube, diese Diaspora ist nicht heterogen. Und ja, wir sind 860.000 MigrantInnen, ja, die nach Deutschland kamen. Also das verstehe ich als Menschen mit polnischem Pass, aber schon zwar fast rund 2 Millionen Menschen mit polnischer Abstammung, also mit polnischem Hintergrund. Also auch schon das zeigt uns, wie unterschiedlich diese Diaspora ist. Und um das noch kurz zu wiederholen, es gab ja auch diese Wellen, ne? Die erste Welle nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der jüngeren Vergangenheit. Ich werde das jetzt nicht wiederholen, was der Professor gesagt hat, aber es gab die Welle von Menschen, die nach Polen kamen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach Deutschland kamen, die sich der deutschen Nation zugehörig fühlten zum Beispiel und die Aussiedler waren und wollen wollten nach Deutschland aus Volksrepublik Polen ausreisen. Dann hatten wir auch eine zweite Welle, die also meines Erachtens auch diese Community prägt und das sind Menschen, die aus politischen Gründen ausgewandert sind in 80er Jahren zum Beispiel, wenn Kriegsrecht herrschte und manchmal fliehen mussten aus der Volksrepublik Polen oder wollten, weil sie einfach bessere Möglichkeiten, Freiheit hier genießen wollten, suchen wollten, finden wollten. Und ehrlich gesagt habe ich auch solche Beispiele in meiner Familie. Also selbst persönlich kann ich unterschiedliche Generationen von polnischen Migranten in Deutschland erleben. Dann, 90er Jahren nach der Aufhebung des Visumszwangs kamen noch weitere Migration und die könnten wir, glaube ich, als Migranten, Migrantinnen beschreiben, die weiterhin nach besseren Möglichkeiten suchten und bessere Lebensbedingungen suchten. Und die Welle jetzt, also nach dem EU-Beitritt Polens, das Leben in der Europäischen Union ganz einfacher ist im bürokratischen Sinne, wenn ich das so dann nennen darf. Polen ist tatsächlich ein Land, das große Auswanderung jetzt, also seit 15 Jahren erlebt. Mehrere Leute, bis 2,5 Millionen Menschen sind ausgewandert in den letzten Jahren und auch nicht nur nach Großbritannien, aber auch viele nach Deutschland. Und wenn ich hier spreche, ich bin ja Teil von dieser Migration. Und ich glaube, es gibt schon Unterschiede, nicht nur zwischen Generationen, weil natürlich, was ich jetzt wiederholt oder beschrieben habe, ist innerhalb von den letzten 60, 70 Jahren passiert. Also es gibt andere, natürlich, das sind andere Generationen, aber auch andere Erfahrungen von Europa, von Polen. Wie steht man Polen oder wie man sich in Deutschland gefunden hat? Also wenn ich jetzt das subjektiv beurteilen dürfte, dann glaube ich, dass meine Auswanderung viel einfacher war als die von meinen Familienmitgliedern, die Ende 80er Jahren nach Deutschland kamen und noch andere Herausforderungen von ihnen stunden als von mir. Also das war relativ einfach jetzt. Also ja, was aber unverändert bleibt, ist, dass Deutschland ist ein Zielland für polnische Migranten und Migrantinnen. Und ich glaube, es ist nicht nur die kulturelle Nähe, auch die geografische Nähe, aber auch, dass Deutschland schon ein Land ist, die unterschiedliche Möglichkeiten bietet, finanzielle, wirtschaftliche, auch andere Lebensbedingungen. Und das ist, was zieht, glaube ich. Und deswegen bleibt Deutschland so populär, zumindest in heutigen Zeiten. Und wenn du schon nach Typen fragst, also ich glaube, es ist schwierig, Menschen so zuzuordnen,
Aber ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie in anderen Ländern. Wir haben ja Arbeiter und Arbeitskräfte, hochqualifizierte Menschen, die hier aus, ja, aus Pflegekräfte kommen, in die Baubranche kommen, in die Reinigungsbranche, also Handwerker zum Beispiel. Dann haben wir auch intellektuelle Zuwanderung, also Leute, die ihre Karriere an Universitäten als Ingenieurin oder als Künstlerschaffende bauen in Deutschland. Dann es gibt natürlich viele Menschen, die pendeln und weil es nicht so weit weg ist nach Polen, die teilweise in Deutschland wohnen und dann aber zurück nach Polen kehren, ob wir sie auch als MigrantInnen betrachten sollen, als Teil der polnischen Community in Deutschland. Ich glaube schon, weil manchmal verbringen sie doch längere Zeit hier und sie bringen auch was und sie sind ja auch vielleicht ein anderer Typ, aber auch gehören, glaube ich, dazu. Und Berlin ist meines Erachtens auch sehr speziell, weil in Berlin, Berlin ist auch eine spezielle Stadt und in Berlin sehe ich zumindest, dass viele Leute kommen hier für Abenteuer und manche einfach bleiben länger oder bleiben für immer. Aber es ist eine freie Stadt, die viel verspricht. Es ist vielleicht eine Traumstadt, so ein Safe Haven, wo junge Leute, jüngere, ältere Leute hier kommen, das Kosmopolitische zu erleben, die Weltmetropole zu erleben, vielleicht ihre Träume oder Erwartungen zu erfüllen. Und Berlin ist ja auch ein bisschen eine spezielle Geschichte in diesem Sinne, so eine globale Metropole, ja, also es ist, manchmal sagen wir das so schon, dass Deutschland ist nicht Berlin und Berlin ist nicht Deutschland. Es ist ein Mikrokosm, ganz sehr, sehr, sehr speziell. Und wenn ich jetzt das alles zusammenfassen könnte, ja, der Begriff unsichtbare Minderheit, hier habe ich mich auch ein paar Gedanken gemacht. Also tatsächlich habe ich das schon mehrmals gehört und ich verstehe schon, woraus es kommt, dass manche Leute haben sich unsicher hier, also vor allem in der Vergangenheit, haben sich Polen und Polinnen vielleicht nicht sicher in Deutschland mit ihrer polnischen Identität gefühlt. Die wollten das verbergen aus unterschiedlichen Gründen, wurden wegen Diskriminierung oder ähnlichen Gründen. Und tatsächlich sind viele Polen und Polinnen sehr gut integriert. Wir sprechen Deutsch. Und würde ich sagen, mehr Polen sprechen Deutsch als Deutsch Polnisch. Viele von uns sind gut auch wirtschaftlich integriert, arbeiten, sind selbstständig. Aber ob wir tatsächlich so eine unsichtbare Minderheit sind, wir sind relativ gut organisiert. Also ja, zum Beispiel der polnische Sozialrat in Berlin ist zum Beispiel ein Beispiel davon. Selbsthilfe, Unterstützung. Wir sind mehr und mehr sichtbar. Es gibt natürlich polnische Geschäfte, polnische Läden, polnische Kulturorganisationen, Kneipen. Jedoch Festival Poloni in Reinickendorf hier in Berlin. Also ich glaube, dass auch wenn wir das wollten, oder wann es auch der Fall war in der Vergangenheit, ich glaube, wir schüchtern nicht mehr und wir sind mehr und mehr sichtbar. Und es ist aber gleichzeitig auch keine homogene Gruppe. Und man sieht das schon, wenn man sich ja Wahlergebnisse zumindest zum Beispiel anschaut, wie polnische Bürger und Bürgerinnen wählen, meine ich jetzt polnische Wahl zum Beispiel. Also vielleicht sind wir nicht so gut miteinander vernetzt, aber ich glaube schon, es gibt schon Erfolgsgeschichten und es gibt bekannte Menschen mit polnischem Hintergrund ich denke, dass wir trauen uns schon jetzt, mehr sichtbar zu sein. Und es lasst das hier, weil ich habe schon jetzt sehr lange gesprochen. Danke. Vielen herzlichen Dank für diese Analyse. Das war tatsächlich schon sehr, sehr tiefgehend und auch mehrere Punkte wurden bereits angesprochen. Die Stichworte, die für mich halt jetzt wichtig sind, tatsächlich ist es keine homogene Gruppe, ganz im Gegenteil,
Polen, Deutschland sind tatsächlich eine sehr heterogene Gemeinschaft. Wir haben das gesehen, ne, aus quasi mit verschiedenen Biografien, aber auch mit verschiedener Motivation nach Deutschland gekommen. Du hast es angesprochen, heutzutage kommt man nicht mehr vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland, sondern eher um halt eben sich kulturell zu entwickeln oder vielleicht sogar sucht man nach neuen Reizen, nach mehr Freiheit, nach Abwechslung oder halt einfach ganz schlicht nach neuen Karrierechancen. Und da dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die jungen Menschen wie Erasmus-Studenten und Austauschschüler und so weiter. Und was interessant war, was du angesprochen hast, dass es nicht mehr, ne, für immer auswandern, sondern das kann natürlich punktuell sein. Dieses Pendeln, viele, die in Deutschland gelebt haben, gehen wieder zurück nach Polen. Und auch interessanter Aspekt, auch viele Deutsche gehen auch gerne nach Polen. Das können wir später nochmal besprechen. Ich würde gerne, wie gesagt, noch die Gelegenheit nutzen, dass Herr Professor Löw noch mit uns zusammen ist und ihn nochmal dazu näher befragen. Da hat es schon angedeutet, Maria Skura hat das auch schon jetzt hier erwähnt. Aber ich würde gerne nochmal wissen, wie gesagt, wir sind einerseits wir Polen, sage ich jetzt in Deutschland, ich zähle mich natürlich selber dazu, zu dieser Gruppe. Wir sind einerseits so unterschiedlich, andererseits haben wir einen gemeinsamen Nenner. Und wenn Sie, Herr Professor Dr. Löb, das noch vielleicht ein bisschen erklären könnten, was macht die polnischen Einwanderer anders vielleicht von anderen Migranten? Was haben wir gemeinsam, was macht uns irgendwie besonders, abgesehen von dieser Unsichtbarkeit, die uns quasi so als Label so begleitet? Aber was, wie gesagt, was ist der gemeinsame Nenner für uns? Und da meine ich mehr diese, wie gesagt, vielleicht Anpassungsfähigkeit oder sogar den Willen, sich anzupassen. Warum ist es so? Warum gehen die Polen da so ein bisschen extremer vielleicht als die anderen Gruppen? Der gemeinsame Nenner, darauf komme ich gleich. Ich möchte nur noch ganz kurz noch einmal aufgreifen, was uns Frau Skruger gesagt hat, dass die Polen sichtbarer werden und dass das ja wirklich in der Gesellschaft zu sehen sei, dass es die Polinnen und Polen gibt. Ich würde einfach mal ein bisschen dagegen argumentieren, würde sagen, das ist eine typisch Berliner Perspektive. In Berlin mag das so sein, mit all den Polinnen und Polen, die dort leben, und die Berliner Stadtgrenze reicht ja bis fast an Polen heran. Also da ist, das liegt quasi auf der Hand, dass es dort viele Menschen aus Polen gibt und dass entsprechend eine Infrastruktur entsteht, die auch sichtbar ist mit Geschäften, Aufschriften und so weiter. Aber wenn man in die deutsche Provinz schaut, ist das eben gar nicht mehr so der Fall. Da gibt es nur vereinzelt polnische Geschäfte. Wenn, sind es irgendwelche polnischen Regale im Supermarkt. Okay, da kann man natürlich als nicht polnischer Besucher schon sagen, okay, es gibt offensichtlich so viele Menschen aus Polen, dass es sich für Rewe oder andere Supermärkte lohnt, ein polnisches Regal einzurichten. Daneben ist das rumänische Regal und das russische Regal und noch ein paar andere Regale. Aber ich weiß nicht, ob viele Menschen das so reflektieren. Und polnische Organisationen gibt es natürlich, irgendwelche Schulvereine und sonstige Clubs, aber die sind eigentlich nur innerhalb der Community sichtbar. In der Mehrheitsgesellschaft werden die kaum wahrgenommen. Oder man nimmt sie nur wahr, wenn sie dann irgendwie beim Stadtfest in ihren Trachten vielleicht auftreten oder Pierogi verkaufen. Neben vielen anderen, aber auch bei diesen Stadtfesten sind Vereine aus Eritrea stärker präsent als Vereine aus Polen. Also ich würde das in Frage stellen. Und es fällt eigentlich auch gar nicht so auf, dass Polinnen und Polen unter uns Deutschen sind, weil man sich an sie gewöhnt hat. Es gibt diese polnische Zuwanderung seit 150 Jahren. Es ist völlig normal, dass man mit polnischen Nachnamen zu tun hat, auch wenn sich hinter diesen Nachnamen jemand verbirgt, der sich als hundertprozentig deutsch empfindet, aber halt Szymański heißt oder Kowalczyk oder wie auch immer. Daran hat sich die deutsche Mehrheitsbevölkerung irgendwie gewöhnt. Das heißt, polnische Nachnamen sind nicht mehr in dem Maße fremd, wie das Nachnamen aus anderen Kulturbereichen sein mögen. Der gemeinsame Nenner von Zuwanderern aus Polen in Deutschland, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Das ist noch nicht einmal die Religion, weil nur ein geringer Teil der polnischen Zuwanderer auch wirklich noch jeden Sonntag in die Kirche geht oder ihre Kinder irgendwie zur Kommunion schickt. Oder
das ist wirklich nur ein bestimmter Bestandteil dieser Migration. Es sind auch nicht die Ernährungsgewohnheiten. Viele Polinnen und Polen, die in Deutschland leben, die kochen halt nur noch einmal im Jahr Bigos, wenn es irgendwie Richtung Weihnachten geht, und machen ansonsten Ratatouille oder Kartoffelbrei und Kartoffelsalat und sowas. Ich will damit sagen, die Anpassungsfähigkeit geht gar nicht relativ weit. Der gemeinsame Nenner ist vielleicht die Sprache, wobei es auch hier nicht wirklich einen gemeinsamen Nenner für alle Angehörigen, für alle 2 Millionen Menschen in Deutschland mit polnischem Migrationshintergrund gibt, weil einige hunderttausend davon eigentlich mit Oberschlesisch aufgewachsen sind und nach Deutschland migriert sind, ohne Hochpolnisch wirklich beherrscht zu haben. Und in Deutschland letztlich eine oberschlesische deutsche Mitsprache sprechen. Auch das ist nicht wirklich ein gemeinsamer Nenner. Und geschichtlich gesehen gab es denn auch nicht polnische Juden und Jüdinnen, die nach Deutschland gewandert sind, sprachen zum Teil gar kein Polnisch oder nur sehr radebrechend. Also auch hier eigentlich eine in sich vielfach fragmentierte Community. Deswegen ist auch die Bezeichnung Polonia für die Gesamtheit dieser Gruppe so problematisch, weil sie eine Einheitlichkeit suggeriert, die es überhaupt nicht gibt. Und auch die meisten von diesen Menschen, die sich dieser polnischen Community in Deutschland zuschreiben lassen, sind ja auch gar nicht bereit, sich irgendwie einzusetzen für polnische Belange oder entsprechenden Vereinen beizutreten und ihre polnische Identität nach außen zur Schau zu stellen. Viele sind sogar geradezu froh darüber, endlich Polen hinter sich lassen zu können, um das alles über Bord werfen zu können. All diese von Sauerkraut und Schweinefleisch geprägte polnische Kultur und sich irgendwie mit etwas anderem beschäftigen zu können. Das sind jetzt etwas provozierende Äußerungen, aber ich will damit nur sagen, es gibt nicht die Polen und die Polinnen in Deutschland. Mhm. Vielen Dank, das stimmt wahrscheinlich durchaus. Wir freuen uns natürlich, als Individualisten wahrgenommen zu werden. Nichtsdestotrotz habe ich da noch ein Stichwort bzw. einen Begriff im Hinterkopf und der heißt Strebermigranten. Ein Terminus, den Frau Smerhowski in ihrem Buch Wir Strebermigranten benutzt hat und wahrscheinlich geprägt hat. Und damit druckt sie quasi diesen starken Willen, sich relativ schnell in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, sogar eben unsichtbar zu werden, gewollt. Das mag natürlich auch vor allem auf die Migranten aus den 80er Jahren zuzustimmen. Heutzutage, wie wir schon gehört haben, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz wird uns da oft eben diese extreme Übermotivation beziehungsweise eben diesen Willen nicht aufzufallen, sondern tatsächlich ein Teil der deutschen Gesellschaft zu werden, wird uns zugeschrieben. Ich würde sagen, das stimmt immer noch, beziehungsweise gilt das für die polnische Community und ist das, was uns vielleicht eben von den anderen Ausländergruppen unterscheidet. Was die polnische Zuwanderung unterscheidet von fast allen anderen Zuwanderungen, ist eben die Geschichte der polnischen Zuwanderung nach Deutschland und die Geschichte der, weiß nicht, deutschen Diskriminierung, gerade insbesondere gegenüber Polen. Und daraus rühren viele Verhaltensweisen von Zuwanderern aus Polen in der Vergangenheit und zum Teil auch in der Gegenwart her. Man hat irgendwie latent immer noch so eine unterbewusste Angst, irgendwie aufzufallen oder anzuecken oder irgendwie diskriminiert zu werden. Das spielt irgendwie eine Rolle und vielleicht, wenn man auch mal auf diesen gemeinsamen Nenner zurückkommt, das ist vielleicht so ein gemeinsamer Nenner, den es geben könnte. Heute glaube ich, dass die jüngere Generation von polnischen Zuwanderern sich gar nicht groß von anderen unterscheidet, vielleicht allenfalls dadurch, dass man sehr schnell wieder zurück ist in Polen oder zurück sein kann. Das Gefühl der Entfernung ist nicht so groß. Und das unterscheidet dann die polnische Zuwanderung von jener aus Spanien, Griechenland, aus dem Maghreb oder von wo auch immer. Dort braucht man einfach viel länger hin, um zurückzukommen. Und das Bewusstsein, immer wieder zurückgehen zu können, ist etwas, was möglicherweise auch diesen Integrationswillen oder dieses Strebermigrantentum ein wenig einschränkt in der Gegenwart. Man muss das ja nicht unbedingt machen. Man muss nicht mehr Deutscher als die Deutschen sein, um hier Erfolg zu haben in der deutschen Migrationsgesellschaft, wo es so viele unterschiedliche Migrantengruppen gibt, sondern man kann einfach auch als Mensch, der nicht perfekt Deutsch spricht und nicht so tut, als sei er Bio-Deutscher, Erfolg haben.
Und bei Polen kommt dann vielleicht gerade in den letzten Jahren aber als Motivation doch hier in Deutschland möglichst gut anzukommen hinzu, dass Deutschland als ja, eine Art von idealer Gesellschaft gilt in Polen, als Hort von Liberalität, von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Etwas, wohin man in Polen auch wieder strebt. Das knüpft an die Vorstellungen von Deutschland, die man in Polen in den 70er und 80ern gehabt hat. Also das Gold, wo Manna, Honig und Manna oder wie das heißt, vom Himmel fallen. Und da möchte man eigentlich sich möglichst rasch auch integrieren. Nicht irgendwie in die deutsche Gesellschaft mit ihren Tiroler Hüten und Federn auf diesen Hüten, sondern in eine deutsche Multikulti-Gesellschaft, die in der Lage ist, das alles zu managen und eine liberale Gesellschaft zu schaffen, die einfach jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Das würde ich schon sagen, und vielleicht ist das ein Stimulus für viele Zuwanderer aus Polen in der Jetztzeit, sich möglichst gut hineinzubegeben in diese Gesellschaft. Aber das gilt nur für einen Teil. Für den anderen Teil der Zuwanderung, die Fliesen legen und Geschäfte nach Feierabend putzen und alte Menschen in ihren Betten pflegen, gilt das eben nicht. Die müssen noch nicht immer wirklich Interesse an der deutschen Gesellschaft haben. Die sind einfach nur hier, um aus wirtschaftlichen Gründen. Also auch hier keine Einheitlichkeit, sondern sehr viele unterschiedliche Motivationen. Mhm. Gut, Dankeschön. Sie haben den Begriff Diskriminierung genannt. Also die polnische Gemeinschaft, beziehungsweise generell Polen, wurden jetzt von den Deutschen diskriminiert in den ehemaligen zum Beispiel Preußen, da galten auch sehr viele unvorteilhafte Stereotype, die Sie auch in dem Buch erwähnt haben. Dazu gehört zum Beispiel die berechtigte polnische Wirtschaft, aber auch sehr, wie gesagt, andere leicht überhebliche, verachtende Meinungen. Woher kommt das? Warum war das Bild der Polen so lange schlecht? Und warum gab es so viele eben Vorurteile? Das ändert sich zum Glück jetzt aktuell, aber eben woher kommt dieser durchaus pejorative oder das pejorative Image der Polen? Nun, eigentlich müsste ich jetzt ansetzen zu einem halbstündigen Vortrag über die deutsch-polnische Stereotypie in Vergangenheit und Gegenwart. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig. Es beginnt im 18. Jahrhundert mit Friedrich II. Und der preußischen Inbesitznahme von Westpreußen und anderen polnischen Gebieten und den Legitimationsdiskursen. Man versucht, den Besitz dieser Gebiete zu legitimieren, indem die polnische Herrschaft in diesen Gebieten als besonders schlecht und chaotisch dargestellt wird und die damit verbundenen Menschen, die Polen und Polinnen, eben auch als unzuverlässig und so weiter dargestellt werden. Und durch die nationalen Bestrebungen der Polen im 19. Jahrhundert entsteht ein Feind quasi, also eine Ethnie, die zum Feind der deutschen Nation heraufstilisiert wird. Die modernen Nationalismen des ausgehenden 19. Jahrhunderts leben von Feindbildern. Man grenzt sich ab im Gegensatz zu anderen. Und die im Reich lebenden Polen wurden als zusätzliche Gefahr wahrgenommen, als Gefahr für die Einheit des deutschen Staates. Und so waren antipolnische Stereotype einfach geradezu lagen sie auf der Hand und wurden politisch und in den Massenmedien immer wieder eingesetzt und vervielfältigt, einfach weil es so bequem war, von eigenen Problemen abzulenken oder die eigene Nation zu scharen um solche Feindbilder. Wir sehen das ja auch in der Gegenwart, dass Regierungen oder Regierende sehr gerne Feindbilder produzieren, um von eigener Unfähigkeit oder von eigenen Problemen abzulenken. Ich sage jetzt nicht, wo das geschieht. Wir wissen selbst, wo man solche Tendenzen beobachten kann. Und ja, und so geht es weiter. Und natürlich die Nazi-Propaganda, die alles nochmal massiv verstärkt hat, spielt eine Rolle. Und es spielt eine Rolle, der Kalte Krieg. Und so kommen wir in die Gegenwart. Und diese über 2-3 Jahrhunderte entstandenen Bilder im Kopf zu verändern, ist eben ein Prozess, der nicht innerhalb von wenigen Jahren geschieht, sondern der wahrscheinlich immer noch 20-30 Jahre brauchen wird,
obwohl viel getan ist, obwohl die Erwerbsmigration von Polinnen und Polen in den letzten Jahrzehnten sehr vielen Deutschen gezeigt hat, dass Polen nicht nur Faulpelze sind, die am liebsten Autos klauen, sondern tüchtige Arbeiterinnen und Arbeiter und Menschen, auf die man sich verlassen kann. Das hat sehr viel dazu beigetragen, dass das Polenbild in Deutschland sich verändert hat. Aber es kann auch besser werden. Mhm. Und würden Sie sagen, dass eben diese Minderwertigkeitsgefühle, die wir auch in unserem Titel leicht provokativ auch gesetzt haben, Sie haben gesagt, das verändert sich, tatsächlich wird weniger, aber da ist wahrscheinlich noch ein langer Weg, bis das beseitigt wird oder sozusagen aufgehoben wird. Sind diese Komplexe eben mit der langen, traurigen und nicht immer schönen Polensgeschichte verbunden oder auch eben mit dieser etwas kritischen Sicht der Deutschen insgesamt? Ja, solange in Polen dieses Narrativ gepflegt wird, dass die polnische Nation immer wieder von anderen Mächten, von anderen Gruppen unterdrückt werden wird oder benachteiligt wird, solange wird auch dieser Minderwertigkeitskomplex von Polinnen und Polen weiterleben oder von einem Teil der polnischen Bevölkerung. Wenn ihnen eingeredet wird, man müsse von den Knien auferstehen, heißt das ja, man sitzt auf den Knien und das trägt nicht dazu bei, sich irgendwie das Selbstwertgefühl aufzubessern, sondern es verstärkt eigentlich nur das Gefühl, in irgendeiner Ecke zu sitzen und daraus nicht herauszukommen. Also es bräuchte eine noch viel selbstbewusstere und europäischere politische Bildung in Polen, um diese Dinge zu verbessern und um Polen und Polen dazu zu verhelfen, selbstbewusster auch in Deutschland aufzutreten. Vielen, vielen Dank. Das war schon sehr, wie gesagt, zukunftsgerichteter Blick. Das werden wir natürlich auch weiter diskutieren. Ich weiß, dass Sie bald gehen müssen. Deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle schon für Ihren Beitrag und für die Mitdiskussion. Bleiben Sie so lange Sie können. Und ansonsten verabschiede ich mich offiziell und bedanke mich. Und ich würde jetzt die Patricia Wehrn fragen nach Ihren Erfahrungen. Du bist als kleines Kind nach Deutschland gekommen, 1981, also auch diese typische Migration der 80er Jahre und damit prinzipiell auch die zweite Generation der polnischen Migranten. Was ist für diese Gruppe instinktiv? Welche Erfahrung haben diese Kinder gemacht? Was ist da besonders an euren Erfahrungen? Und gibt es da vielleicht auch bestimmte Grundmuster? Ja, danke ganz herzlich erstmal für die Einladung und für meine Vorgänger. Da ist schon einiges genannt worden, gerade was das Unsichtbarsein angeht und die Komplexe. Bevor ich jetzt dazu ansetze, wollte ich sagen, ich bin jetzt sozusagen die nicht wissenschaftliche Seite, wenn man das so sagen kann. Ich habe als Journalistin zwar viel zu dem Thema gemacht, Migration, und auch mein Buch geschrieben, in dem ich auch viele Migranten und Migrantinnen zweiter Generation interviewt habe. Also vieles beruht sozusagen auf Beobachtungen, die ich dann aber auch, unter anderem hat Herr Löw mir netterweise ein Interview gegeben für dieses Buch, was ich sozusagen belege oder widerlege durch Wissenschaftler, sei es Kulturwissenschaftler, Historiker, Sozialwissenschaftler. Aber ich habe dennoch drei Grundmuster rausfinden können, was uns als zweite Generation quasi ausmacht. Und ich fand besonders wichtig daran zu sehen, dass es keine starre, also es sind keine starren Grundmuster, sondern es ist eine Entwicklung, die sozusagen entsteht. Und beginnend ist es eigentlich damit, dass wir eine Scham empfunden haben. Also für mich mehr als dieses Unsichtbarsein war immer diese Grundscham. Ich habe mich geschämt, aus Polen zu stammen, aus den genannten Gründen, wie Herr Löw schon sagte. Deutschland war die Wohlstandsgesellschaft, das attraktivere Land. Polen war nichts, mit dem man so Assoziationen hatte wie mit Italien oder Spanien, irgendwelche tollen Sommerurlaube. Und es ging aber nicht nur um diesen materiellen Unterschied, der in mir eine Scham hervorrief. Natürlich war es jetzt auch so, dass meine Eltern zu Beginn
in einer kleinen Wohnung lebten und ich in Konstanz am Bodensee aufgewachsen bin, wo viele ein großes Haus hatten, viele Eltern hatten, die Ärzte waren und Architekten. All das hatte ich nicht. Aber es kamen noch andere Aspekte dazu. Unter anderem zum Beispiel waren meine Eltern in Anführungsstrichen der lebende Beweis dafür, dass ich eben nie so deutsch sein werde wie mein Umfeld. Und gerade dieses Deutschsein wollte ich so sehr erreichen, diese Aufnahme in der Mehrheitsgesellschaft, dieses ganz Dazugehören, dieses Deutschsein ohne Aber. Und ich wusste mit meinen Eltern, die beim Bäcker Lungenbrezeln bestellen statt Laugenbrezeln oder die in einem Gespräch mit deutschen Eltern fragen, als es um Loriot ging, wer ist Loriot? Das sind so Momente, das sind kleine Beispiele, aber die summieren sich zu einem großen Bild, was einfach eine Scham hervorrief in mir als Kind und Jugendliche. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so ging. Und dass man einfach versucht hat, so deutsch zu werden wie möglich. Es ist ja auch dieser bekannte Begriff, Deutscher als Deutsch irgendwann geworden zu sein, viele Polen. Dann kam aber zum Glück die zweite Phase, das zweite Grundmuster, was ich bei vielen erkannt habe, ist eine Umbruchphase, wie ich es nenne, ein Wandel oder eine Selbstfindungsphase. Viele hatten die oder haben die zu Beginn des Studiums oder wenn sie nicht studieren, wenn sie von zu Hause ausziehen, weil sie sich das erste Mal oder zum ersten Mal intensiv mit sich selbst beschäftigen, wer bin ich? Sie hinterfragen sich, was macht mich aus? Und so ging es mir auch im Studium. Und ich hatte auch mit jemandem zusammen studiert, der auch Pole zweiter Generation war. Und wir haben sehr viel Wein getrunken und sehr viel diskutiert darüber. Und wir haben einfach gemerkt, dass dieses, was wir so weggeschoben haben, früher versteckt haben, dass das ein Potenzial ist, dass das ein Mehrwert ist, dass das nichts ist, was wir irgendwie unter den Teppich kehren sollten, sondern im Gegenteil, wir haben das aufleben lassen, so gut es ging im Studium. Und ich habe wirklich dieses Verschüttete aufgearbeitet, auch die kulturellen Aspekte, Musik, Kinofilme, die ich nicht kannte, Literatur. Und das finde ich eigentlich sehr schön bei vielen Leuten, dass diese Umbruchphase so präsent ist und auch dazu geführt hat, dass man ein ganz anderes Bild hat von seiner Herkunft. Und der dritte Aspekt ist Kinder kriegen, also Familie gründen. Ich selber habe 2 Kinder. Und ich weiß, dass das nochmal ein richtig einschneidender Moment war, dass ich gemerkt habe, als ich schwanger war, mein Kind wird ganz anders leben als ich und ganz anders aufwachsen. Und ich meine jetzt damit nicht, dass er 30, 35 Jahre nach mir geboren ist oder sie, sondern das ganze Umfeld ist anders. Er ist, also mein Sohn ist der Erste gewesen, gleich ein Kind der EU gewesen. Er wusste, oder ich wusste zumindest und mein Mann, dass wir weder aus materiellen Gründen noch aus anderen Gründen Deutschland verlassen werden müssen. Mein Mann ist Franzose, wir erziehen unsere Kinder dreisprachig. Also das waren alles so Elemente, wo ich gemerkt habe, ich will das Polnische weitergeben. Ich will gerade das, was meine Herkunft ist, überhaupt nicht mehr verstecken, sondern in den Vordergrund stellen. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, haben sogar noch mal extra, bevor sie Kinder gekriegt haben, einen Polnischkurs belegt, um ihren Kindern quasi noch mal besseres Polnisch beizubringen. Oder sie haben sich eine App runtergeladen, damit sie auch wirklich wissen, was Stillen auf Polnisch heißt oder Windeln wechseln oder was man halt so als Baby-Krabbel-Vokabular braucht. Und insofern finde ich, gerade das ist das Schöne, dass eben das Verhältnis zur Herkunft nichts ist, was starr ist und so bleibt. Soweit. Vielen Dank. Das war äußerst spannend. Wie gesagt, ich habe das auch äußerst genossen, dein Buch zu lesen. Da habe ich tatsächlich mitgefüllt, ob meine Migrationsgeschichte ein bisschen anders ist. Aber deshalb, da habe ich einen bisschen gemeinsamen Nenner genannt. Das sind doch sehr viele Themen, die wir Polen sofort verstehen und wissen, was da gemeint ist. Ich habe mich da auch sehr amüsiert, als ich da über die Namen, genau, kleine Werbepause, sehr gut. Ich habe das Buch leider nicht rechtzeitig bekommen, ich habe es online gelesen, aber vielen Dank nochmal, es ist ganz frisch hier diesem Jahr erschienen, deshalb an dieser Stelle wirklich kann ich weiterempfehlen, ein sehr spannender Blick auf eben diese polnischen Themen und wie gesagt auch die Thematik, das werden wir später noch mehr im Detail besprechen, eben die Elemente, die für dich besonders wichtig waren. An dieser Stelle würde ich aber gerne kurz die Perspektive wechseln und Herrn Rafał Bartek fragen, wie es bei ihm persönlich bzw. bei der deutschen Minderheit in Polen dieses Thema Herkunft
aus, wie ist die Situation oder wie war die Situation der deutschen Minderheit in Polen? Wir wissen, dieser Status der Minderheit ist erst seit 30 Jahren sozusagen vergeben. Und wie ist eben halt die Situation der deutschen Minderheit in Polen heute und wie wurden die deutschen Bürger oder die sich zur deutschen Herkunft bekannt haben, von der Mehrheitsgesellschaft betrachtet und gab es da vielleicht eventuell Probleme und wenn ja, sind das auch ähnliche Herausforderungen, die hier schon bezüglich der polnischen Einwanderer in Deutschland benannt wurden oder sind das noch ganz, ganz andere Themen? Herr Bartek, jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich zu äußern. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich das so verstanden. Sie haben mir so eine Frage gestellt. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, um zu antworten. Nee, nicht halbe Stunde, wie am Anfang gebrieft. Sie haben maximal 5 Minuten. Okay. Das ist nicht die letzte Sprache. Das wird jetzt richtig schwierig, aber ich glaube, ich kann ein bisschen schon anknüpfen an das, was auch Herr Professor Löw schon gesagt hatte und was auch Frau Dr. Skoda schon gesagt hatte. Also an die Tatsache, dass wir letzten Endes ja bei einer Sache, die jetzt besprochen wurde, auch den gemeinsamen Nenner mit der deutschen Minderheit in Polen sehen müssen. Bei den Menschen, von denen jetzt die Sprache war, dass es gibt diesen schönen Begriff Menschen mit polnischem Hintergrund. Unter dieser großen Gruppe in Deutschland sind auch mehr oder weniger ein Großteil meiner Mitbürger. Also ich habe immer Schwierigkeiten, wenn, so wie das jetzt Herr Professor Löw, der leider nicht selber dabei ist, wenn der dann von Polen spricht. Weil natürlich ist es ein Selbstverständnis eines Einzelnen, wer er sein möchte letzten Endes. Aber unter dieser Bevölkerungsgruppe befanden sich unter anderem zu großen Teil bei der Auswanderung der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre Deutsche, die unter anderem eben aus Oberschlesien ausgewandert haben, weil sie den Status des Deutschen hatten. Also man kann von denen sprechen, natürlich, dass sie einen polnischen Hintergrund haben oder eine polnische Sozialisation. Das haben auch meine Verwandte, die in Deutschland leben. Aber man kann dann nicht unbedingt bei der Großzahl der Menschen direkt von Polen sprechen, weil das muss dann später jeder für sich selber entscheiden. Ähnlich ist es dann letzten Endes heutzutage auch bei uns, dass es gibt natürlich viele Menschen, die laut dem Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes die Möglichkeit hätten oder haben, sich als Deutscher zu bekennen. Aber natürlich ist es jedem frei überlassen, ob er sich dazu bekennen möchte. Das ist der Stand heute oder seit 30 Jahren. Davor, wie Sie das angesprochen haben, war die offizielle Handlung der Volksrepublik Polen, dass es nach 1945 keine Deutsche mehr in Polen gibt. Und diejenigen, die ja noch irgendwelche deutsche Wurzeln haben, zum Beispiel vor allem in der Region Oberschlesien, sind letzten Endes germanisierte Polen. Und dann gab es die 1945 und später die Verifizierungsaktion. Das heißt also, meine Vorfahren, um zu Hause bleiben zu dürfen, mussten sich als Polen verifizieren lassen, damit sie in ihrem Haus bleiben durften. Dann gab es die große Entdeutschungsaktion, also man durfte in diesen Gebieten, obwohl man die als Polen anerkannt hatte, trotzdem durfte man dann in diesen Gebieten nicht mehr Deutsch sprechen und es durfte auch in diesen Gebieten nicht mehr Deutsch an der Schule unterrichtet werden und auch offiziell auch nicht zu Hause gesprochen werden. Und das blieb so bis 1989-90. Das hat sich erst mit der Wende in Polen geändert. Das war also eine unheimlich wichtige Situation für ja, Entwicklung für die Deutschen in Polen, auch für mich persönlich, weil auch für mich persönlich hieß es erst 89-90, dass ich Deutsch lernen kann, dass ich Kurse besuchen kann, dass ich dann später auch in der Schule Deutschunterricht, also an Deutschunterricht teilnehmen kann und das dürfen jetzt auch mittlerweile meine Kinder. Also das, da hat natürlich auch der Vertrag, von dem wir heutzutage auch sprechen, der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag, natürlich eine unheimlich große Rolle für diese Entwicklung gespielt, gerade für diese Bevölkerungsgruppe. Diese Bevölkerungsgruppe, das ist jetzt der große, glaube ich, Unterschied zwischen den Situationen von den Polen in Deutschland und den Deutschen in Polen. In unserem Fall sprechen wir
davon, dass uns die Grenzen überschritten haben und nicht wir die Grenzen. Wir sind ja mehr oder weniger zu Hause geblieben. Trotzdem ist dieses Zuhause anders geworden. Weil in diesem Zuhause bis 45 sprach man Deutsch oder war man zweisprachig. Nach 45 sprach man oder durfte man offiziell nur noch Polnisch sprechen. Das ist der große Unterschied, wieso wir jetzt hier offiziell eine autochtone Minderheit sind. Und auf der anderen Seite, wieso auch, sag ich mal, die Beschreibung der Volksgruppe in unserem Fall ein bisschen einfacher erscheint, als jetzt die Beschreibung der Gruppe, von der jetzt die ganze Zeit die Rede war, also der Gruppe der Polen in Deutschland. Das ist so, glaube ich, kurz gefasst unsere Situation. Natürlich, wie entwickelt sich die Gruppe heute? Ich glaube, dazu kommen wir vielleicht. Die ist auch natürlich im Wandel. Wir leben in einem gemeinsamen Europa. In vielen sind wir uns ähnlich geworden. Ich kann nur sagen, auch bei der heutigen Konferenz ist einer der Partner das Institut für Auslandsbeziehungen aus Stuttgart. Ich kann mich gut erinnern, wo die Kulturassistenten des Instituts in den 90er Jahren in die Organisationen der deutschen Minderheit geschickt wurden. Dann sollten sie sozusagen die Träger der deutschen Kultur sein. Und tatsächlich, damals waren es große Unterschiede zwischen einem jungen Menschen aus Deutschland und einem jungen Menschen aus Polen. Das hat man gespürt vom ersten Tag an. Der hat sich anders gekleidet, der hat anders gedacht, der kannte andere Instrumente, wie man Seminare organisiert, was man machen kann. Wenn ich das heutzutage vergleiche, es gibt nach wie vor dieses Programm, die werden geschickt, aber die Unterschiede sind sehr oft kaum noch spürbar. Weil wir machen vieles ähnlich, auch Zoom-Meetings und so weiter. Aber nicht nur das, wir studieren an ähnlichen Universitäten, wir reisen durch die Welt. Also die Welt ist kleiner geworden, sozusagen. Und das prägt natürlich auch uns. Das ist auch für uns, für die Deutschen hier in der Region, für die Deutschen in Polen an sich eine große Herausforderung. In dem Fall dazu bei, dass etwas, was der Volksrepublikzeit verloren gegangen ist sehr oft, also zum Beispiel die Sprache. Wie kann man das wiederbeleben? Weil ohne Sprache kann eine Volksgruppe nur schlecht überleben. Also man kann natürlich mit der Tradition und Kultur etwas anfangen, aber je länger man es weitertragen möchte, umso schwieriger wird es ohne Sprache. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir natürlich in Polen stehen. Ja. Dazu kommen wir tatsächlich noch im Detail. Das Thema Sprache ist ein natürlich sehr spannendes Thema auch für unsere Diskussion. Deshalb werde Sie noch mal bitten, dazu ein bisschen vielleicht mehr zu erzählen, eben zu der Wiederbelebung der deutschen Sprache in der deutschen Minderheit. Ich würde tatsächlich hier zu dem zweiten großen Themenkomplex wechseln, das heißt Identität. Das haben wir natürlich schon jetzt am Rande in unseren Fragen und Sie in Ihren Antworten angerissen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne jetzt mehr darauf eingehen, was ist eigentlich Identität, was macht sie aus und wie sieht sie natürlich jetzt in dieser besonderen Konstellation mit der Migrationserfahrung aus, beziehungsweise im Fall der deutschen Minderheit mit dieser Erfahrung, eben, dass man halt eine nationale Minderheit ist in einer Mehrheitsgesellschaft. Da würde ich das Frau Dr. Maja Skoja bitten, ein bisschen vielleicht theoretisch anzufangen, eben mit einer kurzen Erklärung vielleicht, was ist das für ein Phänomen Identität, welche Faktoren sind bei der Identitätsherausbildung, Entwicklung wichtig und wie flexibel ist dieser Prozess? Danke dir, Dorota. Also ja, ich glaube, intuitiv wissen wir alle, dass Identität ein großes Thema ist. Und vor allem, wenn wir über Migration und Integration sprechen. Aber ich würde das so kurz fassen wie möglich, weil natürlich haben wir jetzt keine Zeit für theoretische Vorträge, sondern wollen wir über deutsch-polnische Identitäten sprechen. Also ich würde Identitäten als Erwartungen, Verständnis für sich selbst nennen, Selbstwahrnehmung oder Selbstbild. Und das ist natürlich unterschiedlich, was in welcher Lebensphase wichtig ist. Ist das Ausbildung, Beruf, Familie, also was unsere Identität
im gewissen Zeitpunkt eigentlich prägt. Und in diesem Migrationskontext oder im Kontext, wenn wir schon über Migration sprechen, ich glaube, dass hier dieses Zugehörigkeitsgefühl besonders wichtig ist. Im Sinne der breiteren Gesellschaft, Kultur, Volk, wo fühlt man sich zu Hause? Womit kann man sich identifizieren? Wo fühlt man sich bei sich? Also Identität wandelt sich ständig. Es ist ein sehr dynamisches Phänomen. Und bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es ein besonders spannendes Thema, finde ich. Aber auch manchmal dramatisch, weil wir haben manchmal Probleme mit Selbstidentifizierung. Wir wollen sich mit einer Gruppe identifizieren, vielleicht aber sind wir nicht reingelassen. Und andersrum auch vielleicht, ja, wenn man ja lange in Deutschland wohnt zum Beispiel, vielleicht fühlt man sich ja nicht mehr als Teil polnischer Gesellschaft, vielleicht fühlt man sich entfremdet. Also Identitäten, vielleicht kann man ja sogar beides sein, ja, also das hat Professor Löb ganz am Anfang gesagt, dass manche Leute sind weder fühlen sich weder polnisch noch deutsch, sondern einfach europäisch. Also um das kurz und knapp zusammenzufassen, kommt darauf an, welche Identität man in sich selbst entwickelt. Man kann unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Elemente, Aspekte bevorzugen im Laufe seines, ihres Lebens. Und vor allem spielt Migration, also die Erfahrung von Migration und Integration und wichtige Rolle, wie sich man selbst wahrnimmt. Das würde ich hier so lassen. Mhm. Vielen Dank, Maria. Dann, ich habe so ausgehört, dass es zum Teil auch sehr individuell, eben welche Faktoren für die Identitätsentwicklung eine Rolle spielen. Und Migrationsgeschichte, diese Erfahrung spielt natürlich eine gravierende Rolle. Deshalb frage ich gleich die Patricia Wern, die das tatsächlich als Kind, kann man sagen, so ein bisschen dramatisch erlebt hat. Ich glaube, es ist anders als bei uns, die schon als Erwachsene nach Deutschland kamen. Und Patricia, du hast das eben in deinem Buch auch sehr schön geschrieben. Wenn du jetzt aus deiner Perspektive auch erläutern könntest, was waren für dich und vielleicht auch deine Kommilitonen, auch diese ganze Generation, wenn man das so übertragen kann, auf eben Menschen wie eben Alice Bonner oder Emilia Smechowski oder die Katharina Blumberg-Stankiewicz, das sind, glaube ich, alle tatsächlich Frauen, die in den frühen 80ern auch geboren bzw. nach Deutschland als Kinder gekommen sind. Was waren für euch oder für dich jetzt speziell diese Bausteine, die deine oder eure Identität geprägt haben? Und wieder hier genau, ist das individuell oder kann man da auch eine gewisse Systematik entdecken, was sind da diese Komponenten der Identität, die bei euch eine Rolle gespielt haben? Ja, ich finde das Thema auch spannend, besonders insofern, als dass ich, und das gebe ich ganz ehrlich zu, bis ich Studentin war, mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, so wie meine Vorgängerin gesagt hat. Ich glaube, das ist alles phasen- und lebensabschnittsweise. Also für mich war Identität nie ein Thema. Ich hatte mich so deutsch gefühlt irgendwann, dass ich das nie in Frage gestellt hatte. Und meine Familie ist ja einer der wenigen, wie Herr Löw auch davor schon gesagt hatte, die meisten haben ja das Polnische abgelegt und auch nicht Polnisch gesprochen, aber in meiner Familie, und da danke ich meinen Eltern bis heute, haben sie sehr viel Wert darauf gelegt, weiterhin Polnisch zu sprechen. Und ich muss sagen, obwohl ich im Haushalt Polnisch gesprochen habe, habe ich das polnische Wort Tożsamość für Identität erst gelernt, als ich Studentin war, als ich auf einem Seminar war. So wenig, also ich möchte damit sagen, so wenig war dieses Element präsent in meinem Leben. Aber dann ist es ja wie so mit vielem, wenn man einmal was entdeckt hat für sich und merkt, was man für Lücken hat, die wollte ich dann füllen. Und ich glaube, so entstand dann auch mit der Zeit die Idee für dieses Buch, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich jetzt für mich entdecke als Identität, das ist ausufernd. Also eben auch wie Frau Skoda schon gesagt hat, das ist nichts, was
quasi ein Stein ist, sondern ich sehe es als einen Schwamm, der immer mehr Wasser aufnimmt und explodieren kann er nicht, sondern wird einfach immer voller. Und als ich angefangen habe, dann ein bisschen systematischer vorzugehen, eben auch für mein Buch, habe ich geguckt, was ist das, was ich als Identität sehe. Und es sind einerseits Elemente ganz evidente wie die Sprache, dass es einfach Teil ist, sowohl das Deutsche als auch das Polnische. Dann natürlich Elemente wie die Religion, kulturelle Traditionen, Werte, all das, was ich auch von meiner Familie mitbekommen habe. Dann auch Erziehungsmaßnahmen. Also ich habe ganz stark bemerkt in meinem Buch, dass vieles von mir mit meiner Erziehung auch zu tun hat. Also ich wurde sehr patriarchalisch erzogen. Wir waren zwei Mädchen zu Hause. Also ich habe auch immer diesen Unterschied gespürt, wie viel mehr Freiheiten Männer oder Jungs haben und wir Frauen eine andere Rolle einnehmen. Natürlich dann auch das Kulinarische. Das darf natürlich auch in so einem Polenbuch nicht fehlen. Die Elemente, die einfach Teil der Identität sind, sei es, weil das Kulinarische auch bei Festen und Bräuchen und allem dazu gehört. Und was für mich selber auch sehr, wie sage ich das jetzt am positivsten, beeindruckend war, ist, welche Rolle mein Name spielt. Also ich wurde geboren als Patrycja Czarkowska. Also Patrycja eben mit Y und J, das wurde dann eingedeutscht bei unserer Einreise und daraus wurde Patrycja mit ICI. Unser Nachname, den hatte ich noch behalten, also ich hieß dann nicht Czarkowska, aber Czarkowski, so wie quasi der Vater, hieß dann die ganze Familie. Und als ich noch in dieser Schamphase war und dachte, ach, ich bin so froh, wenn ich das irgendwann abgelegt habe, dachte ich immer, wenn ich mal heirate, werde ich die glücklichste Frau der Welt, wenn ich nicht mehr diesen langen Czarkowski und Buchstabieren Namen habe. Und ich habe zufälligerweise eben diesen Franzosen geheiratet, der Verne heißt, wie Jules Verne. Dachte ich, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Der Abenteuerschriftsteller Jules Verne, 5 Buchstaben, einfacher und besser wird's nicht. Und dann habe ich diesen Namen angenommen und man mag das jetzt vielleicht als oberflächlich und naiv sehen, dass ich erst danach das festgestellt habe, aber ich habe mich noch nie so nackt gefühlt, als ich das erste Mal diesen Namen angeben musste und besonders seit ich als Journalistin Interviews führte und gerade wenn es auch noch einen Polenbezug hatte, dann war ich Patrycja Verne und alles für das, was ich früher stand, was ich quasi als mitbekommen habe in die Wiege, war nicht mehr da und da habe ich auch erst gemerkt, wie wichtig mein Name ist und Ich würde es anders machen. Ich würde jetzt einen Doppelnamen nehmen. Dann hätte ich zwar noch mehr zu buchstabieren, aber ich glaube, ich wäre im Nachhinein zufriedener damit. Und genau, auf jeden Fall diese ganze Identitätssache, was sich auch rauskristallisiert hat, ist, dass ich nicht unterscheide in, das ist jetzt meine deutsche Seite und das ist meine polnische Seite, dieses klassische, sondern ich glaube, dieses Hybride, diese Mischung, dieses sich das nehmen, was man möchte und was einem gerade ja, in den Alltag auch reinpasst. Ich sehe das auch bei meinen Kindern. Also wenn Sandmännchen läuft, dann ist das quasi die deutsche Seite und dann lesen wir Puccio und dann haben wir die polnische Lektüre da dazu. Und genauso ist es mit den Bräuchen. Es gibt einfach an Ostern, an Weihnachten polnische Bräuche, die ich so fest als meine Identität sehe, die möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Und dann gibt es aber auch viele deutsche Faktoren und auch französische durch meinen Mann. Also ich glaube, das, was ich daran wirklich festhalten kann, ist, und das sehe ich eben auch bei denen, die ich interviewt habe für mein Buch, ist, diese Identitätsgeschichte ist extrem wichtig, aber wir lassen uns nicht ausbremsen dadurch, dass wir es festnageln auf das ist das und das ist das, sondern es wird halt, wie gesagt, ein großer Schwamm und wenn noch was Türkisches dazu kommt, umso besser. Und genau, ich glaube, das ist meine Zusammenfassung. Alles klar, herzlichen Dank jetzt auch für diese Rückmeldung. Dann, wenn wir schon bei solchen Elementen wie Sprache sind oder halt Gebräuche, Erziehung oder was auch die Gastronomie, die polnische Küche erwähnt, dann stelle ich diese Frage auch an Herrn Bartek, wie was macht die Identität der deutschen Minderheit aus? Also das ist für mich noch eine umso spannendere vielleicht Gruppe, weil sie tatsächlich eine Minderheit ausmachen, einer großen Gesellschaft, die sehr lange so homogen war. Und wie gesagt, deutsche Sprache war nicht erlaubt. Das ist, wie gesagt, seit kurzem, dass sie ihre Identität tatsächlich ausleben können. Aber was ist das für eine Identität, wenn man, wie gesagt, so lange tatsächlich unter Polen, mit Polen, auch mit der polnischen Sprache gelebt hat, die Deutsche, soweit ich weiß, haben sie selber mit auch erst mit 12 gelernt.
Ist das nicht irgendwie so ein Konstrukt? Kommt das nicht irgendwie so ein bisschen künstlich vor, auf einmal diese deutsche Identität sozusagen aufzuwecken? Und ist das überhaupt möglich, zum heutigen Polen diese deutsche Identität zu bewahren und zu pflegen? Und wenn ja, wie macht man das? Wieder eine komplexe Frage. Natürlich, das ist im Wandel. Das ist anders als wo ich klein war, wo ich jung war, ist es natürlich anders als es heute ist für die heutigen Kinder und Jugendlichen. Weil die leben natürlich in einer Welt, wo vieles offensichtlich ist. Zum Beispiel, dass es keine Grenzen gibt zwischen Deutschland und Polen, dass wir gemeinsam in der EU sind. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Also für die stellt sich vielleicht manche Frage, die ich mir gestellt habe, natürlich nicht. Trotzdem, ich glaube, für die deutsche Minderheit, wenn ich darüber nachdenke, über Ihre Frage, hat immer eine große Rolle das Regionale gespielt. Also wir sind auch sehr regional verwurzelt. Für uns war immer diese schlesische Identität, diese Zugehörigkeit zu der Region unheimlich wichtig. Und das ist wiederum so, sage ich mal, typisch deutsch. So nach dem Motto, dass man erstmal Bayer ist und dann vielleicht Deutscher. Erstmal Hesse, erstmal Sachse und dann Deutsche. Ja? Das ist etwas, was man in Polen sehr oft nicht kennt, was man auch sehr oft nicht versteht, dass sich jemand vor allem zu der Region bezogen fühlt in erster Reihe. Zweitens, dieser regionale Bezug hat auch dazu geführt, und ich glaube, das war ein Teil der Identitätsübertragung auch bei mir zu Hause, dass man, obwohl man nicht Deutsch sprach, so wurde schon hinterfragt, nach dem Motto, ach, was hat man nach heute in der Geschichtsunterricht erzählt? Naja, weißt du, bei uns in der Familie war es anders. Wir hatten eine andere Familiengeschichte als die du heute in der Geschichtsstunde gehört hast. Also man hat schon manche Sachen unter Fragezeichen gestellt, immer wieder. Auch das, was man offiziell gehört hatte im Radio, im Fernsehen, wurde auch hinterfragt, beziehungsweise wurde von den Eltern, von den Verwandten irgendwo gesagt, ach, weißt du, Junge, das ist bei uns anders gewesen. Wir gehören nicht dazu. Ja? Bei uns ist die Geschichte anders gelaufen. Man sprach vielleicht nicht zu viel davon, aber man merkte immer wieder dadurch, man ist in Anführungsstrichen anders. Ja? Es passt irgendwie das Ganze nicht. Dann war natürlich auch ein Merkmal der eigenen Identität auch dieses Dialekt. Weil man merkte, okay, das Verbotene ist offiziell die deutsche Sprache, aber wenn man Dialekt sprach, und das sprachen ja, ich sprach auch Dialekt in meiner Kindheit, merkte man, das wird auch nicht so gerne gesehen. Also man wurde auch ein bisschen anders betrachtet in den Schulen und an manchen Orten. Also man kriegte das schon mit. Drittens, man hat es schon gemerkt, dass ein gewisser Aufstieg in verschiedenen Berufen nicht möglich war. Dass die Schlesier sehr oft wegen ihrer Herkunft auch nicht unbedingt studieren konnten. Das war nicht nur, dass die gerne gearbeitet haben, in Anführungsstrichen, aber das war natürlich tatsächlich auch die Schwierigkeit, einen Studienplatz zu bekommen. Also das waren verschiedene Merkmale, die, glaube ich, einen Identitätsbeitrag geleistet haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt, sag ich mal, wieder ganz anders. Jetzt ist vieles selbstverständlich geworden. Das, was heutzutage, glaube ich, eine große Rolle, aber schon auch im positiven Sinne spielt, ist dieses Aufwachsen in zwei Kulturen. Dass man das mehr als einen gewissen Mehrwert sehen kann, dass man durch die Tatsache, dass man ein Teil der Minderheit ist, auch gleichzeitig jemand ist, denen zwei Kulturen nicht fremd sind. Weil natürlich ist einem die polnische Kultur nicht fremd, weil man hier lebt, weil man hier arbeitet oder in die Schule geht. Aber gleichzeitig, dadurch, dass man diese Anknüpfung hat an die deutsche Familie, an die deutsche Herkunft, ist auch die deutsche Kultur nicht fremd. Wenn dann noch glücklicherweise die Sprache dazukommen kann, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, spielt das aus meiner Sicht eine unglaublich große Rolle. Und das ist auch für uns nach wie vor die größte Herausforderung für die Zukunft, diese Wiederbelebung der Sprache, weil sehr oft wurde sie in den letzten 30 Jahren durch die Familien übertragen. Aber diese Familienübertragung wird natürlich vom Jahr zu Jahr schwieriger, weil die Erlebnisgeneration, die noch von zu Hause Deutsch kannte, die bricht uns mehr und mehr weg. Also wir müssen schon auf Systemlösungen bauen. Und diese Systemlösungen, das heißt Kindergärten, das heißt Schulen, das funktioniert bei uns einfach nicht. Also mit diesem zusätzlichen Unterricht an Deutsch
kommen wir nicht so richtig voran. Das spüren wir, das sehen wir seit vielen Jahren, das kritisieren wir auch seit vielen Jahren. Und deshalb, das wird natürlich auch für die Zukunft eine Herausforderung sein, weil alleine diese Merkmale, diese regionale Verwurzelung, diese Identität, wo man zwei Kulturen näher kennenlernt, wird, glaube ich, langfristig gesehen nicht ausreichen. Und da kann ich aber wiederum meiner Vorrednerin nur zustimmen, dass es einerseits im Wandel ist, auf der anderen Seite spüre ich das auch so, dass es oft unterschätzt wird, wie wichtig das ist für einen selber. Ich habe das früher auch, glaube ich, ja nicht so geschätzt, wie ich das heute schätze, aber ich merke das auch schon in Bezug auf meine Töchter, dass wenn man darüber spricht, wenn die dann ein bisschen erwachsener werden als Teenager, dass es für die auch anfängt, eine Rolle zu spielen. Wer bin ich eigentlich? Wo setze ich mich hin? Auf welchem Stuhl? Auf den polnischen oder auf den deutschen sozusagen? Oder vielleicht auf den europäischen einfach nur? Mit welchem Pass fahre ich ins Ausland oder mit welchem Personalausweis? Wähle ich den aus der linken Tasche oder den aus der rechten Tasche? Das sind Fragen, die einen dann doch irgendwann mal beschäftigen, früher oder später. Und je offener man damit umgeht, glaube ich, umso besser. Weil letzten Endes wollen wir ja nie wieder Grenzen zwischen Deutschland und Polen. Ich glaube, keiner von uns möchte, dass es jeweils wieder eine Situation gibt, wo wir in zwei Blöcken aufwachsen, politisch gesehen. Also letzten Endes geht es darum, dass man tatsächlich, egal wo man lebt, aus dem schöpfen kann, was vor Ort zu Hause war und heute auch ist und hoffentlich für die Zukunft auch bleiben wird. Dankeschön. Ja, zu den Rahmenbedingungen, also zu der politischen Situation, kommen wir auch noch im Detail. Das, glaube ich, hat man auch so ein bisschen rausgehört, dass es auch noch gewisse Herausforderungen gibt. Und deshalb würde ich zuerst aber mit Frau Bern anfangen. Also Patricia, du hast schon angedeutet, dass eben mit dem Alter hast du es entdeckt, also die Vorzüge dieser polnischen Herkunft beziehungsweise dieser Interkulturalität und dass man das als Bereicherung angesehen hat. Das ist, glaube ich, auch relativ speziell für eben die zweite Migrationsgeneration, die irgendwann eben auf die Suche geht nach eigenen Wurzeln und für sich sozusagen das Herkunftsland neu entdeckt. Da hat bestimmt auch, das hast du auch im Buch beschrieben, die Tatsache eine Rolle gespielt, dass das Polen sich gewandelt hat. Es hat sich entwickelt zu einem relativ attraktiven und wir sagen gut prosperierenden Land, auch mit einer sehr interessanten Kultur. Was ich aber hier fragen möchte, ist, inwieweit hat spielt immer noch die aktuelle politische Situation und auch die wirtschaftliche Lage eine Rolle für das Selbstverständnis der Polen in Deutschland? Inwieweit verändert sich diese Selbstwahrnehmung und auch das Selbstbewusstsein von Polen oder den Personen mit polnischem Hintergrund in Deutschland? Ja, bevor ich auf die Gegenwart gucke, will ich trotzdem noch ganz kurz was zur Vergangenheit sagen. Also die zweite Generation polnischer Aussiedler bei mir fällt eben so in die 80er Jahre, wie wir es schon hatten. Und die Phase, als ich dieses Selbstbewusstsein bekommen habe und auch quasi wirklich positiv und voller Stolz auf Polen geguckt habe, fiel dann auch fast mit, also es war ein bisschen davor, aber danach mit dem EU-Beitritt Polens quasi vieles zusammen. Und da habe ich schon auch extrem gemerkt, dass das vielen geholfen hat, eben, dass Polen jetzt Mittelpunkt des Geschehens war, in Anführungsstrichen, dass man gefragt wurde, ich will jetzt mal nach Polen fahren, wie ist es denn dort, dass Polen generell einfach präsenter war, Flüge im Internet, deutsch-polnische Veranstaltungen, Seminare, Erasmus. Also ich finde, das hat auf jeden Fall extrem viel auch zum Selbstbewusstsein beigetragen. Und ich glaube, das ist auch ein Selbstbewusstsein, was, vielleicht lehne ich mich ein bisschen sehr aus dem Fenster aus, aber ich glaube, es ist unerschütterlich. Also von den Leuten, die ich kenne und mit denen ich gesprochen habe, inklusive mir, kann die PiS-Partei kann nicht so viel kaputt machen, wie das, was aufgebaut wurde in den vergangenen Jahren. Konkret will ich sagen, ich bin als Journalistin in der Nachrichtenredaktion
ganz oft konfrontiert mit Kollegen, die kommen und wenn jetzt schon wieder irgendein EU-Urteil fiel oder Polen schon wieder gesagt hat, sie legen sich an mit der EU oder mit anderen Ländern. Die erste Frage und die Frage, die am häufigsten fällt, ist, warum? Was soll das? Warum macht Polen das? Das ist so ein extremes Unverständnis Polen gegenüber. Warum macht ihr euch alles kaputt, was ihr euch aufgebaut habt? Also jetzt mal ins Extrem gesagt. Was soll das Ganze? Was ist mit den Polen los? So wie das Buch von Marta Kijowska. Was ist mit den Polen los? Und dieses Unverständnis versuche ich zu erklären, weil ich glaube, diese polnische Seele, auch was wir so ein bisschen erklärt hatten, die polnischen Komplexe, die polnische Seele ist, das Unverständnis ist noch zu groß in Deutschland gegenüber der polnischen Seele und was quasi zu dem führt, warum eine Partei so reagiert oder warum ein Volk für diese Partei stimmt. Aber ich glaube im Grunde genommen, dass das Selbstbewusstsein, was wir uns aufgebaut haben, nicht politisch abhängig ist. Also ich glaube, es ist so verwurzelt mit den kulturellen Werten, die uns wichtig sind. Ich sehe es auch bei uns Müttern oder auch deutsch-polnischen Vätern. Wir haben so viel anderes, was uns zu Selbstbewusstsein quasi verleitet oder was unser Selbstbewusstsein aufrecht erhält. Da kann ein politisches Klima, also wenn es jetzt nicht gerade ein Extrem ist, wie mein Vorgänger gesagt hat, dass es wieder irgendwie einen Kalten Krieg gibt oder so. Aber ich glaube, alles, was uns wirklich wichtig ist, sei es die Sprache, sei es eben die Traditionen, die Religion oder Bräuche, das setze ich viel höher an als ein politisches Klima. Vielen Dank für diese optimistische Einschätzung. Das wollen wir alle hoffen, dass das da eben nicht viel zu viel kaputt geht. Was schon erreicht wurde, zu Verständnis der polnischen Seele, da habe ich gehofft, dass der Herr Lothar Finkenstein diesen Aspekt abdeckt. Der konnte sich leider aus technischen Gründen nicht einwählen. Deshalb tut es mir leid, dass sein Beitrag hier bei dieser Debatte nicht gehört wird. Ich glaube, das können wir gerne als neue Veranstaltung aufsetzen, eben dass die polnische Sprache generell als Phänomen und eben als Schlüssel zum Verständnis der polnischen Seele. Ich glaube, das wird auch ein sehr spannendes Thema für sich sein. Aber wenn wir schon bei der Politik sind, dann würde ich gerne Frau Dr. Skura fragen nach dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, der auch zentral hier für unsere Debatte oder für die gesamte Reihe unserer Veranstaltungen ist. Wir feiern eben jetzt den 30. Jahrestag. Welche Rolle hat aber der Vertrag jetzt konkret für die polnische Community in Deutschland? Ja. Also danke dir. Also vielleicht, bevor ich mit dem Vertrag anfange, wollte ich noch kurz darauf reagieren, was schon gesagt wurde. Nämlich, dass ich auch finde, dass die letzten 30 Jahre eigentlich eine Erfolgsgeschichte sind. Also ich glaube, wenn man sich Deutschland und Polen anschaut, ist es eine Geschichte der wahren Versöhnung. Und es ist zu schätzen. Und auch wenn die politische Lage heutzutage vielleicht nicht optimal ist, wenn die bilateralen Beziehungen eisig sind. Tatsächlich, es ist nicht so, dass sie sich direkt an die darauf spiegeln, wie auf die Meinung von Polen über Deutschland und Deutschland über Polen, was vielleicht ja auch überraschend ist. Ich habe mir Umfragen angeschaut und tatsächlich, man merkt schon, dass die deutsch-polnische Beziehungen skeptischer wahrgenommen werden. Also Menschen spüren, dass da irgendwo auf diplomatischer Ebene, sage ich mal jetzt, oder zwischen den Regierungen nicht stimmt. Aber gleichzeitig die Sympathie für Polen, von Polen für Deutschland und Deutschen für Polen hat nicht dramatisch darunter geleidet. Und ja, ich habe es gerade von meinen Augen im Jahr 2020, das ist ja eine Cebos-Umfrage, also Cebos ist eine große Umfragefirma, Unternehmen, also dann 43% in Polen beschreiben ihre Beziehung, ihre Wahrnehmung von Deutschland und Deutschen als positiv. Es ist vielleicht nicht der beliebte Nachbar oder die beliebte Bevölkerung, es ist bei Tschechien, Italien, mit den USA aus irgendwelchen Gründen Ungarn besser, aber es ist auch nicht dramatisch schlecht. Und man merkt schon, dass auch dass die Wahrnehmung oder ein bisschen mehr negativ-pessimistische Wahrnehmung von deutsch-polnischen Beziehungen hat auch mit
mit Regierenden, mit den Regierenden zu tun. Und das hat sich in den letzten Jahren doch verschlechtert, und zwar auf, von der deutschen Seite. Die Deutschen sind öfter der Meinung, dass diese bilaterale Zusammenarbeit vielleicht besser sein könnte. Aber ich stimme Patricia total zu, dass es gibt noch mehr Positives, und es ist nicht so einfach, das abzuschaffen, was wir uns hier gebaut haben. Also das ist jetzt diesen Begriff, den ich genutzt habe. Das ist doch trotz alledem eine Erfolgsgeschichte, glaube ich. Und jetzt komme ich zu diesem Vertrag, weil das ist ja auch interessant, dass historisch die Wahrnehmung von deutsch-polnischen Beziehungen war am besten im Februar 1991 nach der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Grenzvertrages, also Vertrag über die gute Nachbarschaft. Und dann hat es tatsächlich, also ich meine jetzt in allgemein, eine wichtigste Rolle gespielt. Also das ist ja auch nachvollziehbar, das war ein Thema damals, das aktuellste, brisanteste Thema. Und ich glaube aber jetzt, und das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, dass wir haben schon darüber vergessen, was dieser Vertrag uns, den beiden Nationen, beiden Gesellschaften geleistet hat. Also wie ich es wahrnehme, wie ich das sehe, es wird nicht darüber gesprochen, ja, im Allgemeinen. Ich würde mich, also das ist ja, vielleicht könnte man ein Experiment machen und auch zwischen Bekannten, Verwandten in Polen und in Deutschland nachfragen, hey, was hältst du davon? Und ich glaube, dass es schon so ein Thema für Menschen ist, die sich tatsächlich mit deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen, sei es beruflich, ehrenamtlich oder aus anderen Gründen. Aber leider habe ich das Gefühl, dass es schon ein bisschen eine vergessene Geschichte ist. Und schade, weil ich habe mir selbst das Dokument noch als Vorbereitung für unser Gespräch heute angeschaut. Und das hat schon Herr Wattek gesagt, dass für Sie, da für Ihre Situation, es hat noch langfristige, nachhaltige Konsequenzen. Aber ich glaube, dass das im Allgemeinen in beiden Gesellschaften, wir vergessen, was für ein wichtiger Beitrag war das für unsere Beziehungen, für die gegenseitige Wahrnehmung, für die deutsch-polnische Geschichte. Es wird, was vielleicht sehr gut funktioniert, ist tatsächlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Was aber ich mir mehr wünschen würde, wäre die Kulturpolitik, also mehr Begegnungsformate, mehr Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler Ebene zwischen Städten, zwischen Schulen, zwischen Kulturschaffenden. Also ich sage das manchmal, weniger Denkmale, mehr Begegnungen, mehr zwischenmenschliche Formate, wo man tatsächlich Leute ins Gespräch bringt. Das letzte Beispiel aus meinem Leben war der Kulturzug. Ich komme ursprünglich aus Breslau, also das war so ein Zug, den ich ursprünglich so instrumental als Verkehrsmittel nach Hause wahrgenommen habe. Aber dann habe ich festgestellt, wow, was für eine coole Initiative, die zwei Gesellschaften tatsächlich zusammenbringen kann. Und dann, das war so eine große Freude zu sehen, wie viele Leute im Endeffekt nach ein paar Monaten haben sich für diese Reise entschieden, um Breslau zu besichtigen, besuchen. Und ich würde mir mehr davon wünschen. Vor allem, wenn wir jetzt die andere Formen von Zusammenarbeit vielleicht nicht so einfach finden. Ich meine jetzt auf diplomatischer Ebene, Einheit Europas, ja, Deutschland, Polen haben hier ganz andere Ansichten oder ganz andere Vorstellungen von der Situation, was, weiß ich nicht, Rechtsstaatlichkeit angeht oder Klimapolitik. Wir haben ja auch andere Interessen, was zum Beispiel Geopolitik angeht, ja, Nord Stream. Wenn das aber nicht funktioniert, muss man die zwischenmenschliche Beziehungen pflegen, weil das ist das, was das Wichtigste ist, weil dann spielt Politik keine große Rolle, dann ist es ja umso schwieriger, Menschen zu radikalisieren, zu radikalen Ansichten zu bringen, und wir müssen das schützen, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben. Und so leite ich das, und ich freue mich auf Kommentare und andere Anblicke von anderen. Ja,
Vielen Dank. Vielleicht zuerst ein kurzer Kommentar von mir, weil ich halt hier die Möglichkeit habe, die Stimme zu ergreifen. Ja, also vielen Dank tatsächlich für nochmal die Betonung der Bedeutung dieses Vertrags. Das ist tatsächlich, das wird oft vergessen, wie wichtig das war. Das war sicher ein Meilenstein und symbolisch hat das natürlich eine sehr große Bedeutung. Und ich glaube, in Richtung der weiteren, nicht nur Versöhnung, aber auch eben der konstruktiven Zusammenarbeit, was natürlich oft kritisiert wird an diesem Vertrag, dass es mit Umsetzung hapert. Und das hat auch zum Teil mit der föderalen Struktur in der Bundesrepublik zu tun. Der Vertrag wurde mit dem Bund geschlossen, die Umsetzung ist aber auf der Landesebene, was zum Beispiel kulturelle Arbeit angeht. Deshalb, das sind so sozusagen die Schwierigkeiten auf der deutschen Seite. Aber was ich gerne wissen möchte, ist von Herrn Bartek, wie sieht das in Polen aus mit der deutschen Minderheit? Welche Bedeutung hat für Sie der Vertrag und was sind da die Herausforderungen, zum Beispiel bei der Umsetzung? Ja, vielen Dank. Ich sage mal, heutzutage, ich freue mich, wenn dieser Vertrag zu so einer Diskussion, zu einer so regen Diskussion wie die heutige beitragen kann, weil wir sehen bei der deutschen Minderheit vor allem in dem Vertrag ein geschichtliches Dokument. Der hat bei der deutschen Minderheit, das habe ich schon vorher erwähnt, eine große Rolle Anfang der 90er Jahre gespielt, weil man muss es sich vorstellen, von null, also Verbot der Sprache, Verbot, sich zu organisieren und so weiter, kommt man auf einmal 1990, gibt es die Registrierung der meisten Gesellschaften der Deutschen in Polen. Auf einmal darf man wieder in der Schule, was heißt wieder, man darf ja, Deutsch unterrichten, aber man weiß nicht so richtig, was kann man noch mehr. Man ist sich unsicher. Und dann kommt 91 dieser Vertrag, in dem auf einmal drinsteht, ihr dürft wieder zu eurem alten Namen, Vor- und Nachnamen zurückkehren. In diesem Vertrag steht dann drin, was man sonst noch alles an Kulturunterstützung kriegen kann und erwarten könnte. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, in meiner Jugendzeit, wo ich zu manchen Versammlungen der deutschen Minderheit hingegangen bin, da kamen die älteren Herrschaften immer mit diesem Büchlein hereinspaziert. Und irgendwann mal während der Versammlung kam dann jemand und sagte, und jetzt schaut mal rein in diesen Vertrag, wir dürfen auch das und das. Und die Leute haben gefragt, wirklich dürfen wir das jetzt? Ja? Und er hat dann zitiert aus dem Artikel 20 oder 21 und gesagt, ja, das dürfen wir jetzt wieder. Also dieser Vertrag hat damals tatsächlich eine unglaublich wichtige Rolle gespielt für die Wahrnehmung der Volksgruppe selber. Was darf man? Das hat sich mit der Zeit natürlich geändert, weil dann kam das polnische Grundgesetz, ich glaube 97, Artikel 35, wurde Minderheit verankert. Spätestens mit dem Jahr 2005, wo dann das Minderheitengesetz kam, kam ein polnisches Gesetz zustande, wo wieder Minderheitenrechte verankert wurden oder geregelt wurden. Schon früher in anderen Gesetzen, Bildungsgesetzen, wurde geregelt, was man im Bildungsbereich erwarten kann. Dann hat auch Polen die Sprachcharta ratifiziert, das Rahmenabkommen über Minderheitenrechte des Europarates. Also es gibt viele andere Gesetze, auf die wir uns berufen können oder mit denen wir arbeiten können. Also dieser Vertrag spielte dann mit der Zeit eine immer kleinere Rolle. Ja, der war nicht mehr im Vordergrund. Das hat sich dann tatsächlich bei dem 20. Jubiläum ein bisschen geändert. Weil da war auf einmal dieser politische Wille von beiden Seiten, von der polnischen, aber auch von der deutschen Seite, dass man sich noch einmal hinsetzt und hinschaut und sagt, woran hapert es? Was funktioniert auf beiden Seiten nicht? Und wo gibt es Verbesserungsbedarf? Ich fand dieses Format des deutsch-polnischen runden Tisches ganz spannend, weil mir hat es gefallen, dass man von Anfang an sagte, da sollen nicht die Deutschen in Polen über die Lage der Polen in Deutschland sprechen und umgekehrt genauso nicht, also auch nicht die Polen in Deutschland über die Lage der Deutschen in Polen. Da sollen die Gruppen für sich selber sprechen. Die Gruppen sollen selber festlegen, was sind jetzt die Prioritäten für die nächste Zeit. Und wir als Regierungen werden versuchen, das mehr oder weniger umzusetzen. Also deshalb gab es auch dieses Dokument und auch der Aufbau dieses Dokumentes, an dem ich die Gelegenheit hatte, damals mitzuwirken, war auch bewusst so gestaltet, dass man im Vordergrund 4, glaube ich, oder 5
Themen stellte. Die anderen wurden auch erwähnt in diesem Dokument, aber nicht prioritär. Und dann sollte es so laufen. Und ich fand das, weil wir haben auch lange überlegt, ob dieses Format für uns günstig sein wird oder wird es immer wieder zu diesen Vergleichen kommen, zu diesem gemeinsamen Gegenspiel, das wir sehr oft in Polen erleben. Aber nach dieser Konstruktion dachten wir uns, das ist ja ganz spannend, dass man sich dann erstmal etwas festlegt, wo etwas aus unserer Sicht nicht stimmt oder nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite, wo aus der Sicht der in Deutschland lebenden Polen etwas nicht funktioniert, dass das festgelegt wird. Und dass man dann regelmäßig, einmal im Jahr hinschaut und hinguckt, wo sind wir jetzt? Was hat sich wie entwickelt? Anfangs war es auch so. Also wir haben uns dann tatsächlich nach 2011 immer wieder in Abständen, vielleicht nicht ganz regelmäßig, aber trotzdem einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren getroffen. Bis dann irgendwann mal 2015, glaube ich, gab es das vorletzte Treffen. Dann eine lange, lange Pause. Ein Treffen, was aus meiner Sicht ein Desaster war, 2019 in Berlin, wo man leider zu dem zurückkehrte, was eigentlich wo man am Anfang sagte, das soll es nicht sein. Also man hat auf einmal versucht, uns gegen die Polen auszuspielen, nach dem Motto, ihr habt das, dann müsst ihr dafür für die Gruppe was machen, weil sonst machen wir für die Deutschen in Polen nichts mehr. Ja? So nach dem Motto wurden wir auf einmal ausgespielt am Tisch. Und nachdem, sage ich mal, mehr oder weniger nach diesem Verlauf, unglücklichen aus meiner Sicht Verlauf, weil da gab es auch anfangs eine lange Diskussion, wer überhaupt die polnische Seite vertreten darf. Ich glaube, 40 Minuten haben wir gestaunt und nur geguckt, worum geht es jetzt, weil auf einmal wurde gesagt, der Vertreter darf die polnische Seite nicht vertreten. Und solange der da sitzt, werden wir nicht anfangen. Und 40 Minuten hat es gedauert, bis wir überhaupt weitergekommen sind mit dem Gespräch. Und ich glaube, nach dieser Erfahrung oder diese Erfahrung hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir jetzt nichts mehr von diesem Format in den letzten Jahren hören. Ich glaube, auch gerade Herr Lepiasch hat hier im Chat vor kurzem danach eben gefragt. Und auch bis heute, also ich höre nichts Neues von diesem Format. Dabei finde ich, das war eine gute Gelegenheit, diesen Nachbarschaftsvertrag neu mit Leben zu füllen, aber auch konstruktiv mit Leben zu füllen. Weil letzten Endes ging es darum, aktuelle Probleme zu besprechen. Also nicht nur darauf zu beharren, was damals festgeschrieben wurde vor 30 Jahren, sondern es sollte auch darum gehen, auch aktuell über die Lage der beiden Bevölkerungsgruppen in den jeweiligen Ländern zu sprechen. So fand ich dieses Format auch ganz gut, ja, in dem Sinne, wenn es so auch umgesetzt wäre. Vielen Dank. Also wie man sieht, gibt es noch Verbesserungspotenzial tatsächlich auf beiden Seiten. Ich würde gerne das noch diskutieren. Was können wir noch machen? Was sind da noch für Möglichkeiten? Aber das machen wir vielleicht zum Schluss auch gerne mit dem Publikum, das ich auch gerne hier in die Diskussion einbeziehen möchte. Was ich aber noch gerne von meinen Experten hören möchte, sind so kurze Abschlussstatements zu unserer Diskussion. Und vielleicht fangen wir mit Patricia Bern. Kurze Antwort, welchen Mehrwert hat die polnische Community, die polnischen Migranten in Deutschland für die deutsche Gesellschaft? Ich finde generell, dass jede Kultur Deutschland bereichert, einfach weil man merkt, das eigene ist nicht das Absolutum, das, was ich unbedingt denke und wie ich handle und wie ich lebe, ist nicht das Einzige oder die Allgemeingültigkeit, die man gepachtet hat. Deswegen, ich glaube, egal ob es jetzt Polen sind oder andere Kulturen, die in Deutschland dazustoßen, sind einfach eine Bereicherung und eine Ergänzung zu dem, was bereits besteht. Abgesehen davon ist es ein Nachbarland und gerade deswegen finde ich es schön, wenn Polen in Deutschland sind, weil man ja immer so diese Tendenz hat zu sagen, Polen ist das Nachbarland, die sind uns so ähnlich, eben deswegen fällt uns ja auch die Unsichtbarkeit so einfach. Aber es gibt dennoch viele charmante Seiten an Polen, wo die Deutschen sich eine Scheibe abschneiden könnten. Sei es zum Beispiel diese Liebe zum Improvisieren und nicht zu eng sehen und das Leben auch mal ein bisschen leichter nehmen. Und Essen nicht in 5 Minuten fertig essen, sondern vielleicht auch mal 5 Stunden am Tisch sitzen und diskutieren. Also ich glaube, abgesehen von
ja, wirtschaftlichen Komponenten gibt es viel, was wir als Idealismus den Deutschen noch beibringen könnten. Oder zumindest nicht beibringen, aber näher bringen. Dankeschön. Herr Bartek, wie bereichert die deutsche Minderheit die polnische Gesellschaft und was können vielleicht die Polen und Polen von der deutschen Minderheit lernen? Also ich glaube, bei uns ist es noch einmal ganz anders. Sie kennen das ja alle, ja. Polen ist ja ein sehr einheitliches Land. Die Minderheiten machen gerade mal 1% der Bevölkerung aus oder nicht ganz, nicht einmal 1% der Bevölkerung aus. So sehen wir uns auch tatsächlich als eine Bereicherung, weil letzten Endes man überlegt manche Sachen erst dann, wenn man mit etwas anderem konfrontiert wird. Solange man da mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Wahrnehmung, mit einer anderen ja, Herangehensweise von manchen Sachen nicht in Berührung kommt, überlegt man die eigene Handlungsweise gar nicht. Und ich glaube, so gesehen ist gerade unsere Kultur, unsere Wahrnehmung, unser Vorgehen auch eine Bereicherung für die polnische Gesellschaft. Das bekomme ich auch immer wieder von meinen polnischen Kollegen auch so zu hören. Ich glaube auch, einmal hat unser Erzbischof Nossol, ja, der hat viele kluge Wörter natürlich gesagt, aber der hat auch gesagt, anders sein ist nicht fremd sein. Also das Anderssein, dadurch kann man sich bereichern. Und ich glaube, das ist irgendwo in Berührung zwischen Minderheit und Mehrheit auch tatsächlich der Fall. Wir selber sehen, welche Vorteile es auch wirtschaftlich für die Region mittlerweile bringt, weil viele Jahre sprachen, dass die letzten Endes zum Pendlern werden oder dass sie auswandern, dass sie in Deutschland oder in Österreich arbeiten, dadurch, dass sie Deutsch können. Mittlerweile ist es so, dass sie gerade hier in der Region die besten Arbeitsplätze haben können, wenn sie Deutsch sprechen, weil viele Firmen wurden hier wegen der deutschen Sprache in den letzten Jahren ansässig. Also auch das ist ein Beitrag zu der Bereicherung. Und das, worum ich mir tatsächlich Sorgen mache, also ich mache mir weniger Sorgen um die Wahrnehmung, weil auch die Mehrheitsgesellschaft empfindet das, glaube ich, immer mehr so. Sonst würden auch nicht so viele von der Mehrheitsbevölkerung den Deutschunterricht besuchen, ja, hier in der Region. Das, worum ich mir wirklich Sorgen mache, das kam, glaube ich, auch schon zu Ausdruck vorher in meinen Aussagen, das ist die Zukunft. Wie kann man das für die Zukunft sicherstellen? Wie kann man das festmachen? Weil das ist ein Prozess in einer globalisierten Welt, aber auch unter gewissen politischen Zwängen wird es dann eben wieder nicht einfacher. Und das spüren wir in den letzten Jahren, wo manches wieder schwieriger geworden ist. Zum Beispiel das Erlernen der deutschen Sprache an den Schulen. Da bekamen wir in den letzten Jahren, statt Hilfe, um das besser zu machen, bekamen wir einen Schritt nach hinten, im Sinne, dass da wieder weniger Stunden ja, unterrichtet werden an den Grundschulen. Und das macht uns Sorgen für die Zukunft. Verstehe. Dankeschön. Die letzte kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort ist, wir haben gerade gehört, in Polen sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt, eine Migrationsgesellschaft zu werden. Aber wie ist es jetzt in Deutschland, Maria? Ist die deutsche Gesellschaft tatsächlich schon so weit, beziehungsweise ist wirklich bereit, eine Einwanderungsgesellschaft zu werden? Oder ist sie das mittlerweile und hat das noch nicht selber begriffen? Ja, danke dir. Ja, ich glaube, es ist nicht Frage ob und wann, sondern ja, deutsche Gesellschaft ist eine Migrationsgesellschaft, vielfältige Gesellschaft. Also schon statistisch sieht man, dass 25% der Menschen hier haben ja Migrationshintergrund. Also es ist einfach ein Fakt. Also das ist einfach die Wahrheit, die Gegenwart. Und wie gehen Menschen aber damit um, ist ja andere Frage. Ich glaube, dass, ja, das würde ich auch gerne wiederholen, vielleicht, was könnte polnische Community der deutschen Gesellschaft näher stellen, ist tatsächlich Vielfalt. Also tatsächlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es ja zu viel in manchen Kreisen über Leitkultur gesprochen wird und vielleicht könnte das man ein bisschen lockerer nehmen. Und in Berlin ist es natürlich anders und ich spreche noch von meinen Erfahrungen in Berlin. Ich habe hier seit 7 Jahren gewohnt und nicht woanders in Deutschland. Also Berlin ist schon bunt und ganz vielfältig, aber ich würde mir ein bisschen mehr vielleicht Sensibilität auch wünschen,
deutschen Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Bekannten. Und ja, dass wir uns, dass wir gemeinsam bunt leben können. Das, ja, ich weiß nicht, ob es kurz genug war. Ja, das war sehr gut, sehr, sehr kurz. Und da würde ich vielleicht gleich anknüpfen. Du hast Sensibilität erwähnt. Das hat mal halt Herr Professor Krzysztof Okniewicz erwähnt, dass die Deutschen mehr Sensibilität für uns Polen, für die polnische Seele entwickeln sollen. Und vielleicht eben ihre postkoloniale Überlegenheitsattitüde ablegen sollen. Das hat wiederum Herr Dieter Bingu gesagt, der damalige Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Ist das so? Also ist das noch notwendig, beziehungsweise was ist noch nötig, damit Polen und Deutsche sich tatsächlich als gleichwertige Partner auf Augenhöhe begegnen können? Und hier würde ich sagen, wer möchte, kurzes Statement, und dann würde ich diese Frage auch gleich an unser Publikum richten, dass diese sich vielleicht schon Gedanken machen. Wir werden gleich die Diskussion eröffnen, wir werden auch die Fragen aus dem Chat sammeln. Aber vielleicht noch, wie gesagt, wer möchte noch kurzes Abschlussstatement zu dem Thema Partner auf Augenhöhe, und dann, wie gesagt, würde ich gerne die Diskussion für das Publikum eröffnen. Wenn keiner von unseren Experten sich dazu äußern möchte, dann kann gerne auch das Publikum jetzt aktiv werden. Sie können gerne Ihre Mikros auch anschalten und uns direkt hier ansprechen. Ich mache einfach mal den Anfang hier, weil ich fleißig durch die vielen Kommentare gegangen bin, die im Chat auch gekommen sind. Und da sind auch so ein paar Fragen versteckt im Chat. Und ich beginne mal einfach mit einer, die sicher für alle ganz spannend ist. Und zwar hat das Stefan Aschauer schon relativ früh heute geschrieben. Die Frage war, woher kommt die Diskriminierungsangst und was kann man als polnischstämmiger selbst dagegen tun, wenn man dieses Gefühl der Diskriminierungsangst selbst hat? Vielen Dank. Dankeschön, Erik, für die Zusammenfassung. Möchte jemand auf diese Frage antworten? Herr Professor Löw hat das schon auch so ein bisschen angedeutet in seiner Aussage, ja, dass Diskriminierung liegt so ein bisschen in der deutsch-polnischen Geschichte. Und wie gesagt, auch vielleicht diese Angst, ja, ob sie rational oder irrational ist. Ich glaube, Erik, darauf kannst du auch selber antworten. Ihr habt diese Diskriminierungsbroschüre zusammen mit Camilla verfasst, dann kannst du gerne auch hier antworten. Genau, also wie gesagt, ich würde nur auf diese Aussagen verweisen, ist tatsächlich vielleicht jetzt die Geschichte, die bewegte, etwas auch eine dramatische Geschichte zwischen Deutschland und Polen und nicht immer einfachen Beziehungen zwischen beiden Ländern daran schuldig. Beziehungsweise, wie gesagt, diese leichte vielleicht Überheblichkeit Deutschlands Polen gegenüber. Und wie gesagt, vielleicht ist das so, ich habe da auch mal gelesen, der Pole fühlt sich in Polen stark, aber im Ausland ist der jetzt halt eben etwas zurückhaltend, etwas schüchtern und hat vielleicht gewisse Berührungsängste. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man nicht gut vielleicht vorbereitet ist auf diese Migrationserfahrung, sprich halt Sprachkenntnisse oder halt generell die Aufklärung. Da kommt natürlich auch die Arbeit von dem polnischen Sozialrat, ja, eben die Aufklärung über die Rechte, und wir sind jetzt EU-Bürger letztendlich, ja, wir können uns frei bewegen und überall arbeiten und sollten auch gleiche Bezahlung bekommen. Ich glaube, das sind so die Stichwörter, die ich nennen würde, aber sag gerne, Erik, Maria, wenn ihr möchtet, das nochmal ergänzen. Ja, sehr gern. Vielen, vielen Dank. Also ich fange einfach mal an, weil ich auch durch die Kommentare im Chat gegangen bin, und da sind ja auch entsprechende Kommentare dabei, wenn jetzt die Polin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Name das war, wenn die Polin zurück nach Deutschland fährt, dann traut sie sich nicht unbedingt zu sagen, dass sie jetzt in Deutschland arbeitet, und so ein bisschen Schamgefühl ist sozusagen auf beiden Seiten dabei. Und ganz klar, wir hatten uns auch heute schon in den Antworten der Expertinnen mit drin,
das liegt ganz klar am Narrativ. Also wenn man sich natürlich als Opfer darstellt, wenn man sagt, wir müssen von den Knien aufstehen, dann liegt das irgendwie daran, dass man sich selbst auf den Knien sieht. Und ich habe auf der anderen Seite auch wunderbare Beispiele kennengelernt von Polen, die eben mit Stolz von ihrer Nation gesprochen haben. Also auch eben diese positiven Aspekte hervorgeholt haben, die wir auch heute angesprochen haben. Den Fleiß, das wunderbare Essen, die wunderbaren Landschaften und ähnliches. Also da nicht sozusagen mit der billigen Arbeitskraft rhetorisch vorwegzugehen, sondern vielmehr mit dem Fleiß und mit dem Anspruch, mit einem gewissen Stolz auch. Und da hatten wir auch heute gesagt, da können wir als Deutsche, zumindest was den Nationalstolz angeht, uns von den Polen noch einiges abschneiden, wobei dann wieder die Diskussion ist, was ist jetzt Patriotismus und was ist Nationalstolz. Aber gern gebe ich die Frage auch an Maria Skoda weiter, die mit Sicherheit da noch einen anderen Blickwinkel hat. Nee, also ehrlich gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob ich irgendwas hier noch zu sagen hätte. Vielleicht, was ich doch, ich hatte eigentlich einen Kommentar zum Thema, wie könnte man deutsch-polnische Beziehungen, ein deutsches Interesse an Polen und polnisches Interesse an Deutschland vielleicht unterstützen. Und hier haben wir einen sehr schönen Vergleich mit deutsch-französischen Beziehungen, die viel besser sind als deutsch-polnisch. Es gibt tatsächlich Interesse an beiden Seiten. Vielleicht liegt es an Frankreich. Es ist auch ein sehr schönes Land und also nicht, dass Polen es nicht ist, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass irgendwie vielleicht scheint Frankreich ein bisschen mehr sexy in deutschen Augen als Polen. Und das habe ich auch in meinem letzten Job erlebt beim Progressiven Zentrum. Wir hatten sein Format entwickelt. Das war ein Parlamentarientreffen, parlamentarischer Austausch zwischen deutschen Parlamentariern und französischen Abgeordneten. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Es gab immer Interesse an diesen Treffen und Austauschen und Begegnungen, Study Visits und was nicht. Und leider, und dann kam die Idee, als vielleicht könnten wir das erweitern und auch polnische Kolleginnen und Kollegen dazu holen. Also dann im Kontext von Weimarer Dreieck vielleicht das alles gestalten. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also dann war die Interesse so lala, ne? Also auch von polnischer Seite, aber auch irgendwas, ja, es fehlt hier noch diese Chemie hier. Und wie kann man es natürlich ändern, das weiß ich nicht, würde ich mir wünschen. Vielleicht hat es mit dieser Augenhöhe was zu tun. Oder vielleicht, ja, vielleicht auch die Rhetorik, vor allem heute, ja, wenn man von öffentlich-rechtlichen Medien sich anschaut in Polen, dann hört man, dass die jetzige Regierung antideutsche Karte einfach spielt. Und vielleicht liegt es auch daran. Aber ja, ich verbleibe mit der Hoffnung, dass wir das auch überwinden können und mindestens so gute bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und Polen haben, wie es jetzt der Stand mit deutsch-französischen Beziehungen ist. Das wäre so, würde ich sagen, ein Vorbild. Also da in der Geschichte ist auch viel Schlimmes passiert, aber es ist doch möglich, auch so eine leidenschaftliche Beziehung zu haben zwischen den beiden Nachbarn. Vielen Dank. Ich konnte mich gerade nicht muten. Haben wir Erik noch? Ich habe den Chat jetzt schnell überflogen, aber wahrscheinlich habe ich jetzt in der Zeit nicht geschafft, all die Fragen. Also ich habe gesehen, einige Kritik an dem deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag und dass tatsächlich mit der Umsetzung noch nicht alles so optimal läuft und auch Formate wie dieser Rundetisch wurden kritisiert. Da wäre ich zum Beispiel interessiert an alternativen Vorschlägen. Vielleicht gibt es da ja bei uns in dem Publikum schon Personen, die sich dazu Gedanken gemacht haben. Dann können Sie gerne auch das Wort ergreifen, beziehungsweise auch im Chat nochmal weiter schreiben. Genau, haben wir noch, Erik, sonst Themen, die hier rekurrierend waren?
Also es waren viele Kommentare, weniger Fragen. Und wenn es Fragen gab, dann wurden die auch untereinander schon zumindest ist in diesem öffentlichen Bereich auch mit beantwortet. Also die Community, die lebt sozusagen. Das sieht man auch toll an unserem Chat. Und jetzt auch gern nochmal eine Motivation an diejenigen, die jetzt sich noch nicht mit einer Frage getraut haben oder diejenigen, die zwischendurch eine Frage gestellt hatten, die aber jetzt bei unserem Überlesen sozusagen untergegangen ist. Kopieren Sie die Frage, stellen Sie die ruhig nochmal erneut ein oder auch unmuten Sie Ihr Mikrofon und stellen Sie die Frage. Zum Beispiel ein Kommentar hatte ich hier gesehen, dass sozusagen eine Leserin, Nicole war das, also die Erfahrung gemacht hat, dass selbstbewusstes Auftreten, also dieses Durchsetzen der eigenen Interessen, was wir vorhin angespielt haben, eben sich selbst auch mal nicht als Opfer zu sehen, dass das vor allem gegenüber den deutschen Vorgesetzten als sogenannte Unverschämtheit ausgelegt wurde. Also das zeigt ganz deutlich ihrer Meinung nach, dass die Kommunikation nicht auf gleiche Augenhöhe möglich ist. Und das unterstützt nochmal, das sind natürlich viele Einzelgeschichten, unterstützt dann sozusagen die globale Richtung. Und Ja. jetzt noch zum letzten Punkt. Ja. Man Inzwischen freut meldet sich mich. Ja, genau. Patricia, dann Super. vielleicht lassen wir kurz zum Wort kommen und dann können wir noch weitermachen mit den Fragen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht unterbrechen. Ich wollte nur anschließen, weil ich den Satz von Maria sehr interessant fand. Und es ist im Endeffekt noch ein Statement von mir mit einer anschließenden Frage ans Publikum, wie das Publikum das sieht. Und zwar, weil sie gesagt hatte, zu Recht, die staatlichen Medien in Polen spielen die antideutsche Karte. Ich als Journalistin bin da total d'accord. Plus, ich finde, dass es eben nicht nur Mängel gibt, besonders seit die Peace-Partei quasi eine Regierung ist, was die Einschränkung der unabhängigen Medien in Polen angeht. Ich finde auch, es gibt Defizite auf der deutschen Seite, was die Berichterstattung angeht. Natürlich sind wir faktisch korrekt. Wir berichten objektiv, wir berichten zeitnah, wir berichten von mehreren Seiten. Nicht nur wir als ARD, sondern auch, also nicht nur Radio und Fernsehen, sondern auch Zeitungen, überregionale, regionale. Aber was mir persönlich fehlt, obwohl Print ja viel mehr Platz und Zeit hat, darüber ausführlich zu schreiben, ist eine Einordnung. Also es wird ganz oft geschrieben, Parlament A macht dies und das, aktuelle Entwicklung beim EU-Streit oder was die Opposition sagt. Aber ich finde, es wird noch viel zu wenig über die Hintergründe geschrieben und gesprochen, damit man wirklich eben, was wir schon hatten, dieses Grundverständnis der Polen. Weil die Deutschen wissen dann, dies und das ist passiert, ja schön, aber sie wissen nicht, was ist der Hintergrund, warum will das deutsche Volk A oder B und eben nicht das, was die Regierung will oder umgekehrt. Also ich finde, es gibt viele Defizite, obwohl wir Deutschen uns immer rühren und rühmen, wir hätten so eine intakte Medienlandschaft, die so umfassend berichtet. Das ist meine Meinung und ich würde gerne wissen, wie der Rest das sieht. Vielen Dank, Patricia. Irgendwelche Kommentare zu der letzten Aussage? Auch, wie gesagt, gerne von unserem Publikum. Jetzt haben wir die Zeit. Wir möchten Ihnen auch natürlich die Möglichkeit geben, sich hier zu melden und mit uns zu diskutieren. Wenn nicht, dann wie gesagt, kurzer Kommentar. Ich sehe das ähnlich wie Patricia, dass die deutsche Berichterstattung natürlich auch manchmal leicht einseitig ist. Ja? Und vielleicht ist das tatsächlich auch noch die große Herausforderung, dass wir hier daran arbeiten, dass tatsächlich auch die innere Spaltung der polnischen Gesellschaft auch besser widergespiegelt wird. Ja? Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es sehr tendenziös berichtet wird und tatsächlich leicht verallgemeinert und vor allem jetzt das politische Klima tatsächlich so ein bisschen überschattet, was sich in der Gesellschaft passiert, dass man vielleicht dieses Drama der polnischen Bevölkerung vielleicht nicht ganz wiedergibt. Stichwort zum Beispiel katholische Kirche, ja, die tatsächlich auch nur kritisiert wird als sozusagen der schleimige Partner
der jetzigen recht konservativen Regierung, aber da gibt es natürlich auch andere Facetten. Und es gibt zum Beispiel sowas wie liberale Katholiken. Darüber wird auch zu wenig berichtet. Ansonsten, Erik, wenn da keine weiteren Kommentare oder unbeantworteten Fragen. Wenn ich dazu was sagen darf. Ja, absolut. Ja, also ich kann dem nur zustimmen, was Frau Werner gerade gesagt hatte. Ich glaube, an sich ist es ein Problem, dass man bei solchen Sachen, über die wir uns heute unterhalten, das sind schon Detailsachen. Also man muss ein bisschen tiefer reingehen. Und da hat die Medienlandschaft an sich, die nun mal sehr schnell geworden ist, aber das ist eben der Nachteil, wenn man schnell ist, dass die nicht mehr tiefer recherchiert, dass sie nicht ins Detail reingeht. Das erleben wir immer wieder als deutsche Minderheit auch in Polen. Auch bei dem letzten Besuch von Steinmeier in Polen hat er unter anderem den Rückgang des Deutschunterrichts in Polen angesprochen. Auf einmal hat sich herausgestellt, dass sowohl die polnischen Journalisten in Warschau, aber auch die deutschen Korrespondenten eigentlich nie wissen, worum es geht. Dass die sich nie dafür interessiert haben. Ja, worüber wir immer wieder in den letzten Jahren gesprochen haben, dass wir eigentlich, statt nach vorne zu gehen, in diesem Bereich einen Rückschritt erlebt haben. Keiner wusste, weil das schon Details sind. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade im Bereich solcher Bevölkerungsgruppen wie unsere beiden, wo es jetzt tatsächlich um gewisse Lösungen geht, dann muss es auch anders gelöst werden. Also wie gesagt, ich fand dieses Format des deutsch-polnischen Tisches ganz spannend. Wie gesagt, nicht ganz genutzt. Ich fand es an sich auch ein bisschen schade, das gab es hier auch teilweise heute im Chat in dieser Diskussion, dass diese Diskussion rund um diesen deutsch-polnischen Tisch und letzten Endes über diesen Vertrag in diese Richtung gegangen ist, wieso haben die Polen in Deutschland keinen Minderheitenstatus? Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es wirklich hilfreich wäre, weil wenn man das richtig geschichtlich wahrnimmt, was jetzt eine Minderheit, eine autochthone Minderheit ausmacht, auch nach polnischem Minderheitengesetz, dann kommt man in Schwierigkeiten. Und letzten Endes, so wie es in dem Vertrag, sag ich mal, breit beschrieben wurde, diese Volksgruppe mit dem, also als Menschen mit polnischem Hintergrund, finde ich selber viel spannender, viel interessanter. Das Problem war aber, weil jemand hat da auch im Chat gefragt, wer vertritt die polnische Seite bei dem runden Tisch. Ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass, wenn ich jetzt das so sagen darf, nach dieser zweistündigen Diskussion, dass ihr dort fehlt. Also die Menschen, die hier heute mitdiskutieren, mit euren Problemen, mit eurer Wahrnehmung der Probleme der Polen in Deutschland, das kam dort überhaupt nicht zu Vorschein. Also da waren andere Themen behandelt, ne, eher geschichtliche. Ich glaube, das ist eben die Suche nach einem Format, wo man noch einmal auch vernünftig darüber sprechen kann. Da spielen die Medien eine Rolle, natürlich, aber ich glaube auch die Politik. Und da haben wir etwas in den letzten Jahren, so aus meiner Sicht, verloren. Einen Draht, der uns dazu führen würde, ein bisschen wieder nach Lösungen zu suchen und nicht nur nach Problemen. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Abschlusswort, tatsächlich lösungsorientiert, zielorientiert zu gucken, was können wir besser machen, damit wir unsere gemeinsame Zukunft jetzt groß gesagt in Europa besser gestalten können, dass wir uns besser halt tatsächlich verstehen und unsere quasi Rechte auch einfordern. Es wird dann auch gesagt, dass zum Beispiel von der deutschen Seite, dass auch die Polen gesagt nur Forderungen stellen an die deutsche Seite, an den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, aber tatsächlich selber immer noch schlecht organisiert sind und eben da fehlt irgendwie ein Partner, mit dem man auch diesen Dialog führen kann und dass wir selber so ein bisschen an unserer Unsichtbarkeit schuldig sind. Deshalb glaube ich, das ist prinzipiell eine Aufforderung an uns alle, individuell und vielleicht auch strukturell daran zu arbeiten, dass
die halt sichtbar werden und konkrete Lösungsvorschläge entwickeln. Was kann besser werden und eben nicht nur historisch zurückschauen und gucken, eben tatsächlich, wo sozusagen irgendwelche Animositäten aus der Vergangenheit ausgraben und sich uns auf die Probleme konzentrieren. Wenn es keine weiteren Fragen gibt oder Kommentare, dann bedanke ich mich sehr herzlich an alle Teilnehmer dieser Diskussion, an unsere Experten, als auch die Gäste, an das Publikum, das hier mindestens im Chat aktiv mitgemacht hat. Und ich freue mich auf die Fortsetzung dieser Diskussion. Wie gesagt, wir haben noch ein Themenkomplex, was wir gar nicht abgedeckt haben. Das ist irgendwie diese auf eher vielleicht diesen eher kulturellen Niveau, eben dieses Verständnis für einander, eben durch Sprache, durch Kultur oder auch durch die Literatur. Diesen Aspekt können wir vielleicht bei einer neuen Veranstaltung abdecken. Und ich würde mich freuen, wenn, wie gesagt, wir in Kontakt bleiben. Wir planen auch eine kleine Dokumentation zu diesem Format, zu unserer Debattenreihe, damit auch wir nachhaltig was hinterlassen, damit es nicht nur eine Diskussion ist, die verfliegt, sondern dass wir tatsächlich auch was Nachhaltiges haben. Vielen Dank nochmal an alle. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und so bleiben Sie gespannt. Wir werden auch zu den nächsten Veranstaltungen einladen. Und ich wünsche Ihnen allen alles Gute und hoffentlich bis bald. Besten Dank. Schönen Abend noch. Tschüss zusammen.